Aber zurück zu Manfred, der ja auch viel mit Hamburg zu tun hat, weil er auch mal hier in Hamburg gelebt hatte. Und wir beide, die heute hier anwesend sind, also Michael Löbig und Martin Blumtritt, wir haben ja damals mit ihm Geld und Geist, eine Schrift von Rudolf Wolfgang Möller, damals im Pferdestall, dem sozialwissenschaftlichen Fachbereich, da gelesen. Aber jetzt mal zu seinen letzten Büchern, die wir über Vorträge von ihm, in dem er das selber zusammengefasst hat, auch vorstellen werden. Der Titel des zuletzt erschienenen Buches, Das Rätsel der Macht, das einerseits die Diplomarbeit bei Johannes Agnoli und Gerhard Göhler wiedergibt, war auch ein Titel eines Vortrags, zum Thema, den wir ganz oder auszugsweise, das werden wir noch entscheiden, im Originalton Dahlmann noch zum Gehör bringen. Zusammen mit einem Gespräch und einem Anhang mit späteren Aufsätzen enthält das Buch von der Trias Die Grenzen des Existenzialismus, Das Rätsel der Macht und Die Krise der Revolutionstheorie, die beiden letzten Komplexe. Das erste Thema ist das des vorletzten Buches Freiheit und Souveränität, Kritik der Existenzphilosophie Jean-Paul Sartres. Der Saira Verlag wirbt für das letzte Buch mit dem auch im Transmitter zitierten Text von Manfred Dahlmann. Jede Aussage, gleichgültig, ob sie als Affirmation, als Kritik oder als Negation gemeint ist, liegt ein positiver Gehalt zugrunde. Die Reflexion auf diesen meist unbewussten Gehalt gibt anderen erst die Möglichkeit, aber auch sich selbst, abgegebene Urteile auf ihren Wirklichkeitsgehalt hin zu überprüfen. Letzteres will nichts anderes besagen, als dass ein konsequent durchgeführter Skeptizismus sich über die eigene Positivität ebenso hinwegtäuscht wie jede Form von Partikularismus. Empirismus, wissenschaftlicher Rationalismus und auch der Positivismus à la Foucault. Darüber stolpert, und hiermit benenne ich das versteckte Problem in Foucaults Machtbegriff auf allgemeinster Ebene. Dass auch noch so vereinzelte Aussagen immer auf eine in letzter Instanz positiv beschreibbare Totalität verweisen. Die weitgehende Missachtung dieses Aspekts einer jeden Reflexion, auch im Marxismus, ist der Punkt, den ich für die Entstehung der Krisen des Marxismus mitverantwortlich mache. Ja, was heißt das? Also Krise des Marxismus, Krise der Revolutionstheorie, übrigens ein Buchtitel, eine Doktorarbeit von Stefan Breuer entstammt, eine Arbeit über Herbert Marcuse. Dann die neue Marx-Lektüre, das ist das Lesen von Marx durch Persönlichkeiten wie Hans-Georg Backhaus, Helmut Reichelt vielen anderen mehr, die also seit 40 oder mehr als 40 Jahren mittlerweile schon Marx, vor allen Dingen auch das erste Kapitel des Kapitals, so gründlich gelesen haben, dass wir alle so langsam anfangen, es zu verstehen. Anlässlich also dieser Lektüre gab es natürlich auch Kritik die wurde auch von Manfred Dahlmann geübt. Also diese Themenkomplexe, aber auch seine bei Agnoli eingereichte Foucault-Lektüre haben in Manfred Dahlmanns intellektueller Sozialisation eine gewisse große Rolle gespielt. Insbesondere auch die Studienzeit 1975 bis 1980 im Otto-Suhr-Institut in Berlin war davon Bedeutung. Um diejenigen, die Manfred persönlich schon gehört haben, an seine Stimme zu erinnern, hören wir erst einmal den Anfang des Gesprächs, wo die OSI, also des Otto-Suhr-Instituts, Zeit geschildert wird.
und über das Klima, wo man auch als Kritiker der falschen Gesellschaft etwas lernen konnte oder auch die Chance hatte, überhaupt ein Kritiker zu werden. Sich bei Johannes Agnoli, der Erstgutachter war, und Gerhard Göhler, dem Zweitgutachter, beim Otto-Suhr-Institut eingereicht. Wie wichtig war das OSI in der damaligen Zeit noch, wo es doch gemeinhin in den 1968er und Folgejahren Hort der Linken war? Wie bedeutend war das auch für die Arbeit selbst, dass es am OSI erschien? Oder was war das OSI so? Damals, also das, studiert habe ich das 74 bis 80. Und so ab 75 wurde das schon so langsam umgebaut in eine Verwaltungshochschule, was es heute jetzt so ist. Also davor, in den 60er und 70er Jahren, hat es den Ruf, die Kaderschmiede des SDS zu sein. Also, aber wer war da so? Ja, Altvater von mir, Altvater Kandritzke, Wolf-Dieter Nahr. Also es gab einen ziemlich großen Mittelbau, so nannte man das. Also von Dozenten, die eben alle irgendwie was mit dem sozialistischen Büro in Offenbach zu tun hatten. Das kann man sagen. Heute die oder mit der Propa. Also in diesem Umfeld haben die sich bewegt. Und man bot den Leuten Raum in Berlin, ja, zu lernen zumindest. Ja, das hat sich da aus irgendwelchen. Also dieses OSI war von der FU ziemlich unabhängig. Finanziell weiß ich natürlich nicht, wie das war. Aber von der Organisationsstruktur konnte man am OSI direkt studieren und brauchte keine anderen Sachen in der FU. Mit der FU hatte man im Grunde gar nichts zu tun. Das war ein eigener Fachbereich, praktisch eine eigene Uni für sich, an der eben Demokratie und Verfassung und Recht und so weiter gelehrt werden sollte, mit dem Ziel, Ende des Zweiten Weltkriegs, also mit dem Aufbau von West-Berlin durch die Amerikaner, den in Deutschland Politologen heranzuziehen, die tendenziell perspektivisch die Juristen in der Politik ersetzen, in der Verwaltung ersetzen. Also grob gesagt lief das da immer rum, also die Amerikaner haben damit versucht, den deutschen Demokratie beizubringen. Was aber so nicht ganz geklappt hat. Nein, das hat nicht ganz geklappt, aber ja, nee, es war, was heißt nicht ganz geklappt? Die Leute haben keine Anstellung jetzt im Verwaltungs. Nee, das hat überhaupt nicht geklappt. So weiter von Juristen besetzt. Ja, da ist kein einziger Jurist ersetzt worden. In dem Sinne nicht, aber vom Aufbau her war das natürlich schon eine tolle Sache. Es gab so vier Fachbereiche. Ideengeschichte hieß der eine, da könnte man praktisch gesamte Philosophie durchgehen. Es gab Geschichte, also der Nationalsozialismus wurde nicht unter den Tisch gekehrt. Antisemitismus schon ein bisschen, aber auch, nee, nicht ganz. Also ich habe da auch mal was über Burschenschaften gemacht, inwiefern die antisemitisch waren oder so. Es gab eben, auch so beim Altvater hat man gelernt, den Jahresbericht dieser des Sachverständigenrats zu lesen und darüber dann so Sachen mitgekriegt, das Bruttosozialprodukt heißt und dieser Kram. Vier Fachbereiche. Die Professoren waren so ein bisschen so aufgeteilt, da gab es vielleicht ein Drittel Linke, ein Drittel Liberale, ein Drittel Rechte,
Aber es gab nicht viele, so vielleicht 15, 20. So von einer der Johannes Angeli war. Wie kam der dahin? Weil ich wusste, er hat er selber nicht. er hat sich selber gewundert. Also, er hat irgendeine Dissertation geschrieben. Und, ja, über den Fetscher. Also, Jürgen Fetscher hat ihn. In Frankfurter. Ja, der hat ihm das irgendwie, hat ihn da irgendwie untergebracht. Fetscher selbst hat noch bei Adorno studiert auch, oder? Ja, ja. Aber das war dann hinterher zu, der Angeli hat den Krippendorf noch irgendwie untergekriegt. Aber in die Professorenschaft, das war für Linke praktisch auch linke Nachwuchs, da war das zu. Ich glaube, Stefan hat das mal genannt, dass es damals noch den Lehrfeind im Staatsfeind im Lehrstuhl, auf dem Lehrstuhl gab. Ja, das war so eine gängige Bildung. Aber er war praktisch der Einzige, der jetzt ja nicht mehr, ich meine jetzt nicht der Linken, also der Altvater war ja auch ziemlich links, oder der Nahe, die hatten halt eine Professur. Waren da so weit, also was die Studiensituation anbelangt, war das einfach genial. Also man konnte, also da wirklich, das war ein ganz dickes Vorlesungsverzeichnis, was wirklich alles abdeckte, was in der Linken diskutiert wurde, an politischen Themen. Und dementsprechend haben sich dann auch solche Leute dort eingeschrieben? Ja, ja. Das waren so 3000 Studenten. Mit eigenem Gebäude, mit eigener Mensa, was weiß ich, mit eigener Bibliothek. Was brauchte man? Ja, und in dem Zug gab es dann auch die Beschäftigung, ursprünglich davon, das hast du mal erzählt, von Anjoli angekündigtes Lukacs-Seminar zur Geschichte und Klassenbewusstsein. Das war jetzt mein persönliches Ding, was zu meiner Biografie gehört. Der hat versucht, Klassenkämpfer und Bildungsbürger zugleich zu sein. Das mit dieser Rolle lief er auch überall rum und sagte, also wir müssen ja, also beim Anjuli konnte man eben den deutschen Idealismus machen, aber er hat meist Vorlesungen gehalten und Seminare fand er nicht ganz so gut. Aber der hat dann mal ein Seminar angeboten über Lukács und das war irgendwie klar, dass eben Lukács für diese undogmatische Linke irgendwie die zentrale Rolle spielt, also auch was Krise des Marxismus benutzt, das damals ziemlich. Aber auch noch Karl Korsch oder solche Leute aus den 20er Jahren, 30er Jahren, also das wurde dort alles abgehandelt, also in Vorlesungen, Seminaren oder Arbeitskreisen, wie auch immer. Was heute undenkbar ist. Nee, das ist also. Eben, das ganze Vorlesungsverzeichnis bestand auch praktisch nur aus solchen Themen. Also, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, ich gedacht, das gibt es gar nicht. Du konntest praktisch alle Themen, die irgendwie in der Linie diskutiert wurden, ja, natürlich auch Raff und was weiß ich. Bisschen aber dann auch zu Max Weber, Luhmann, empirische Sozialforschung und eben auch Verwaltung, klar, konntest du da wirklich alles durchgehen. Aber eben dieses Lukács-Seminar war für mich persönlich eben so eine Bereicherung, weil das lief so ab, dass 20, 25 Studis, also es war eher ein Doktor, sogar ein Doktorandenseminar, obwohl ich noch, also ich hatte da noch kein Diplom, wohin der Lukács völlig auseinandergenommen werden sollte, auch über mehrere Semester hinweg, je nachdem wie es geht. Und Anjoli wurde der war nur 3-4 Mal da wurde er krank.
Und da haben wir zu 16, 17 Leuten zwei Semester alleine dann den Lukács durch. Also wirklich durch. Sind wir durchgegangen. Das konnte man da auch machen. Und das war eben. Ja, es war. Um jetzt mit. Ja. Das war jetzt eben auf einem, das war eben auf einem intellektuellen Niveau, ja, was einfach der Sache entsprach. Ne? Also das, auch die Leute, die da waren, mit denen man da diskutiert haben, die haben alle, sind alle freiwillig jede Woche zweimal dahin gegangen, ein Jahr lang, haben Arbeiten geschrieben, um diesen Lukács zu verstehen, auseinanderzunehmen und also wirklich richtig zu arbeiten. Also richtig. Ja, da gibt es keine Punkte wie heute. Nee. Es gibt auch danach keinen Job. Nee, das war einfach. Das Damoklesschwert ging natürlich überall und die gesamte Professorenschaft oder was weiß ich, die hat das immer wieder aufgeschoben, die Berufsperspektive. Also wenn du von Musik kamst, hatte sie keine Berufsperspektive. Das war. Und deswegen auch der Versuch, das umzubauen in eine Verwaltungshochschule, das fing so 75 an, wo dann praktisch immer mehr zu Verwaltung, kommunale Selbstverwaltung und also dieses, wo dann wirklich das mal wieder versucht wurde, statt Juristen auch Politologen in die Verwaltung, in die Exekutive reinzubringen. Hatte im Grunde, weiß nicht, mittlerweile hat das wohl auch geklappt, also ich bin mir sicher. Ich habe eben noch nachgelesen, spätestens seit den Nullerjahren, dem Bologna-Prozess, wurde das Otto-Suhr-Institut dann tatsächlich zu einem Verwaltungsapparat und bildet heute Verwaltungsfachkräfte, Fachangestellte aus. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile überhaupt noch selbstständig ist oder direkt. Nee, das ist direkt. Das ist mittlerweile ganz in die Uni eingegliedert. Genau, in die FU. In die FU eingegliedert zu dem anderen. Also alles was es am OSI gab, gab es an der Uni nochmal. Also das wurde am OSI konntest du Soziologie machen, Philosophie, Ökonomie, Politik. Und das konntest du in den anderen Fachbereichen auch. Überall gab es Fachbereiche, wo du das auch machen kannst. Da gab es eben auch so dieser Rabel oder so, der war zum Beispiel bei den Soziologen. Und der hat da seine Kapitalkurse gemacht. Das ist zwar sehr konzentriert auf Berlin damals, aber auch schon ja. Nach Frankfurt wahrscheinlich dann, dass das ein Ende gefunden hat. Und für die Linke, mein Habermas war dann noch in den 70er Jahren dort. Ja, aber der Habermas war halt durchaus Feindbild oder so. Also kritische Theorie hat man sich, war wenig, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass das unter den Tisch fiel, aber es waren weniger, also zum Beispiel beim Nahe oder so, war immer, also da gab es zum Beispiel Theoriebegriffe und dann war eben die kritische Theorie 1, Luhmann, Systemtheorie, zweite Handlungstheorie. Und so kam man immer auch ein bisschen in Kontakt mit der kritischen Theorie, aber dass da jemand wirklich, also auch Anneli hat nie richtig kritische Theorie gemacht. Der hat eher. Das war das operaistisch angehaucht. Operaistisch angehaucht, ja. Verstärkt, ja, hat versucht, den Leuten zu verstehen, also verständlich zu machen, was da in Turin, bei Fiat und was weiß ich abgeht. Wie man mit Arbeitern sprechen muss. Ja, die KPI war da noch nicht ganz stillgelegt. Das war der historische Kompromiss, der damals versucht wurde. Das war völlig links von dieser KPI. Alles, was links davon war. Also die Autonomie. Ja, ja. Also er war dann auch, er hat da auch dann eine Zeitschrift rausgegeben.
nicht zusammen mit Negri, aber in Zusammenarbeit mit Negri. Also das Verhältnis zu Negri war immer ein bisschen, da habe ich nicht ganz durchgeblickt. Ja, der findet dann auch sehr prominente Stellungen in deiner Arbeit. Ja, weil er eingeknastet wurde. Ja, gut, dann jetzt sind wir bei der Arbeit. Das war eben mal, das war klar. Also ich hatte zwar Negri gelesen, die wilde Anomalie, wo den Versuch, den Spinoza zu interpretieren. Irgendwie war das alles, also nicht so mein Ding, was da der Negri von sich gegeben hat, aber in der Diplomarbeit habe ich halt so eine Solidaritätsadresse abgegeben, indem ich oben immer über jedes Kapitel ein Motto von Negri drüber geschrieben habe. Ja, erklärt sich das. Okay. Ohne jetzt darauf einzugehen, da ist vieles, also widerspricht dem, was ich da unten drunter schreibe. Also über den Subjektivismus, den der Herr Negri herzieht, der wusste gar nicht, was das ist. Aber ja, solche Sachen konnte man sich da erlauben. Ja, ja, und dann eben auch, ja, was da irgendwie mit reingehört, ist, womit ich den Agnoli ziemlich auf die Palme gebracht habe, war, dass ich ganz bewusst etwas versucht habe, gegen die Ablehnung des Katalogisierens zu machen. Ja, das war aus dem Gespräch. Wir haben das auch in der Buchfassung hier, aber wir werden das, wenn es nötig ist, mal werden wir da auch noch was draus zitieren, aber dann nicht immer zum Hör bringen. Die Tonbandfassung ist ja etwas länger als das, was dann abgedruckt wurde, und das wurde ein bisschen gestrafft und so, wie das für eine Buchpublikation ja notwendig ist. Das waren also die Anfänge, die wir jetzt vertiefen, wir ja auch noch in überarbeiteter Form, also im Buch weiterlesen kann. Aber wir wollen ja jetzt noch mehr von Manfred Dahmann hören zur Problematik von Sartres Freiheitsbegriff. Und weil wir hier in Hamburg sind, müssen wir natürlich auf die Ereignisse eingehen, die auch letztlich zu dem Buch geführt haben. Aber hier geht es um Politik. Ja, das hätte Manfred jetzt auch gefallen, wenn er das gehört hätte. Nicht? Es geht ja auch um die Abschaffung der Politik. Aber dennoch waren wir in der Zeit, bevor das Buch entstand, hier mit politischen Dingen in Hamburg beschäftigt. Nicht? Also, und das führt uns dann auch hin zur Problematik von Sartres Freiheitsbegriff, wie Manfred ihn darstellte. Nun ist das also Sartre-Buch aus einer anderen Situation heraus entstanden. Ihm gingen also pseudopolitische, die sich für politisch hielten, Aktionen voraus, die, und da wären wir am Ort Hamburg, in der Brigittenstraße stattgefunden hatten. Namentlich in dem B-Movie-Kino, das zufällig neben der B5, also der Brigittenstraße 5, stattfindet. Der Film Claude Lanzmanns, also Pourquoi Israel, also Warum Israel, dessen Filmtitel keine Frage ist, sondern eine Antwort, wurde von, und ohne einen Totalitarismus zu beanspruchen, wird das Wort verwendet, roten Nazis verhindert. Diese Aktion wurde folgenreich für die israel-solidarischen und ideologiekritischen linken oder linksliberalen Bürgerbewegungen, die zu Recht den Mob, der den Film eines Autoren aus dem Umfeld Jean-Paul Sartres und Simone Beauvoir, die sind also Herausgeber der von Sartre gegründeten Zeitschrift Latin Modern, hindern wollten, die Aufführung des Films zu sabotieren. Dass der Autor vor allem bekannt ist wegen seines Films Shoah, ist ein weiterer Grund, dies damals für einen Skandal zu halten. Dabei hat er leider in Hamburg die Linke versagt. Aber was hat das jetzt mit Manfred Dahmann zu tun?
Ein Blick in sein Buch belehrt bereits über die Entstehungsgeschichte seiner Sartre-Arbeit. Denn eine Reihe von Sartre-Artikeln, aus denen dann schließlich das Buch hervorgegangen war, hatte als Anlass einen Artikel Ingo Elbes über die Tauglichkeit des Existenzialismus für eine Antisemitismuskritik, der selber auf eine scharfsinnige Kritik Tjark Kunstreichs auf die Hamburger Ereignisse, von denen jetzt gerade die Rede war, reagiert hatte. Tjark Kunstreich schrieb einen Artikel in Prodomo 13 mit dem Titel Mit Israel-Kritik gegen Antizionismus, der bewusst als Oxymoron gewählt wurde, nicht? Der allerdings gerade von der sprachlichen Form her ein Fundament in der Sache hatte. Allerdings war es nicht nur ein Widerspruch in der Israel-solidarischen Linken in Hamburg, sondern in der Folge der Kritik und Gegenkritiken ergab sich eine Situation der Spaltung, die sei es bedauerlich war und sei es durchaus eine inhaltliche, unvermeidliche Notwendigkeit darstellte. Es ist ja tatsächlich so, dass dieselben Gesellinnen, die damals auf der Seite des Mobs waren, bis heute versuchen, Veranstaltungen von israelisch-solidarischen, antisemitismuskritischen Veranstaltungen zu sabotieren. Heute übrigens zunehmend mit Unterstellungen, primitiven Lügen, die durch ständige Wiederholung dann für wahr gehalten werden. Manchmal werden sogar Veranstaltungen durch gewalttätige Aktionen gestört. Das haben wir ja in den letzten 10, 15 Jahren ja immer wieder erlebt. Kleinreden der Aktion des Mobs wie auch übertriebene Darstellungen hielten sich die Waage. Tjark Kunstreich traf dies in seinem Artikel. Als am 25. Oktober 2009 rote Nazis die Aufführung von Claude Lanzmanns Film »Warum Israel« verhinderten, wurde zunächst sowohl von den Veranstaltern als auch von Seiten der Verhinderer versucht, den Vorfall klein zu reden. Laiendarsteller schlagen sich durch, war die erste Stellungnahme der Gruppe Kritikmaximierung überschrieben, indem man sich nicht traute, die Antisemiten von der B5 als solche zu bezeichnen. Die Betreiber des Kinos B-Movie beklagten sich über Zensur und die Antisemiten bestritten Gewalttätigkeiten und Beschimpfungen. Erst als Claude Lanzmann selbst davon erfuhr und die Verhinderung als antisemitischen Skandal bezeichnete, entstand ein Sachzwang zum Handeln. Darin und in nichts anderem liegt der Skandal, der sich in der Demonstration vom 13. Dezember dokumentierte. Denn was geliefert wurde, waren Erklärungen und Rationalisierungen, Verniedlichungen und Verharmlosungen von Seiten der antiimperialistischen Judenfeinde ebenso wie von Seiten ihrer linken Kritiker. Auf beiden Seiten bestand ein Rechtfertigungsnotstand. Die einen mussten ihr antisemitisch motiviertes Vorgehen nach politischer Aktion aussehen lassen. Die anderen mussten sich vom Geruch befreien, diese Rowdies allzu lange toleriert zu haben. Der Skandal von Hamburg besteht weder in der antisemitischen Aktion, schließlich weiß man, um was für Leute es sich handelt, noch in einer ungenügenden Kritik, sondern vielmehr darin, dass diese Kritik nicht ohne Nötigung zustande kam. In Hamburg reagiert man stets hanseatisch indigniert, wenn etwas Unvorhergesehenes den Gang der Geschäfte stört. Ohne den Vorfall wäre in der reibungslosen Koexistenz einer diversifizierten Großstadtlinken alles weitergegangen wie gehabt. Die Demonstration vom 13. Dezember stellt den Versuch dar, den vorherigen Zustand wiederherzustellen. Dieser Versuch scheiterte nicht nur, weil die Demonstration gemessen am Aufwand und an der medialen Präsenz dank des Boykotts der Hamburger Linken ein grandioser Misserfolg war, sondern weil ihr Veranstalter das Bündnis gegen Hamburger Unzumutbarkeiten gar nicht begriffen hatte, um was es geht.
Dabei wäre es einfach gewesen. Die Hamburger Antisemiten haben, bewusst oder nicht, warum diese Unterscheidung beim Antisemiten keine Rolle spielt, dazu später mehr, weder zufällig diesen Film dieses Autors verhindert, noch sich zufällig als israelischer Checkpoint inszeniert. Sie haben als Antisemiten einen Film angegriffen, dessen Sujet jüdische Subjektivität ist, die sich nicht über die Shoah, sondern über den Widerstand definiert. Weil es die Logik des Antizionismus ist, Israelis mit Nazis gleichzusetzen, war ihr israelischer Checkpoint eigentlich eine Rampe der SS. In dieser von ihnen selbst hergestellten Identifizierung konnten sie endlich selbst zu Aggressoren werden, die ihre Scholle gegen eingebildete Juden verteidigen. Statt dies zu benennen, finden sich in den Beiträgen der Kritiker das ganze Elend der linken Antisemitismus-Theorie wieder. Das war das Urteil von Jörg Kunzreich, aber es geht dann gleich nochmal ein bisschen weiter. Der Artikel von Kunzreich wollte auch Sartre stark machen, was er heute wohl anders nuancieren würde, aber hieran knüpfte dann die Kritik von Ingo Elbe an. Und in diesem Kontext wäre wohl damals Arbeit nie so geschrieben worden, wie sie es wurde. Aber hören wir uns an, was Ingo Elbe in Bezug auf Tjerk Kunzreich formuliert, in der auch der Mangel, der sich bei dem sonst sehr verdienstvollen Moshe Poston findet, der zu den Demoreden einen Beitrag leistete, damit das, was Elbe sagt, verständlich ist. Noch ein Ausschnitt aus dem Beitrag von Kunzreich vorab. Das Problem ist aber weniger die Realpolitik an sich, sondern die darin sich entfaltende Objektivierung des Juden. Indem man von der europäischen Politik mit Verweis auf die Geschichte der Vernichtung und der Kollaboration fordert, man möge Israel schützen, wird Israel nicht etwa verteidigt, sondern zum bedürftigen Opfer erklärt. Es ist ein kleiner, aber entscheidender Unterschied, der zwischen einer Kritik der europäischen Politik und dem Erheben von Forderungen besteht. Und dieser besteht nicht einmal darin, dass die Forderungen richtig oder falsch sein mögen, sondern im Verhältnis zur jüdischen Sache selbst, die schon immer ein Problem der Antisemitismuskritik der deutschen Linken dargestellt hat, weil ihr Objekt stets der Jude war und nie der Antisemit. Dazu haben nicht zuletzt Theoretiker wie Hannah Arendt und Moshe Poston beigetragen, die je auf ihre Art immer ein gegenseitiges, einander bedingendes Verhältnis von Judentum und Antisemitismus behaupten. Bei Moshe Poston ist es die Fetischisierung des Abstrakten im konkreten Juden, wie sie bei Stefan Kriegert auftaucht und zum Standard linke Antisemitismus-Theorie gehört. Bei Hannah Arendt ist es die Kritik des Partikularismus der Juden, wie sie sich in den Formulierungen vom Übergangscharakter des jüdischen Staates bis zur Revolution wiederfindet. Beiden ist die Notwendigkeit der Israelkritik eingeschrieben, weil sie zutiefst der Überzeugung sind, dass der Zionismus, auch wenn er als negative Notwendigkeit nach Auschwitz anerkannt wird, eine Weigerung der Juden gegenüber Assimilation und Universalismus beziehungsweise gegenüber der Weltrevolution darstellt. Bei Arendt vermittelt sich dies in der Verachtung für die Opfer, die letztlich selbst schuld seien, etwa wenn sie in Eichmann in Jerusalem die Judenrede denunziert und Leo Beck als jüdischen Führer bezeichnet, oder wenn sie in den Elementen und Ursprüngen totaler Herrschaft feststellt, dass, Zitat Arendt, die Geschichte des Antisemitismus sich so wenig wie die Geschichte des Judenhasses herauslösen lässt aus der langen und verwickelten Geschichte der Beziehungen zwischen Juden und Nichtjuden. Ja, und nun zur Replik von Ingo Elbe. Wird man zum Antisemiten oder macht man sich dazu?
Die von Jaak Kunstreich in der letzten Ausgabe der Prodomo formulierte Gegenüberstellung von Arendt, Poston auf der einen und Sartre auf der anderen Seite scheint sich an diese Alternative zu orientieren. Es gebe keine Determination für Judenhass. Diese sei eine Deutungsleistung von dafür verantwortlichen Subjekten. Es ist Kunstreich zu danken, dass er die Bedeutung Sartres für eine kritische Antisemitismusanalyse hervorgehoben hat. Denn merkwürdigerweise führen Sartres Überlegungen zur Judenfrage noch immer ein Schattendasein, sowohl in der akademischen als auch in der im engeren Sinn politischen Debatte. Die akademische Ignoranz ist leicht zu erklären. Die meisten Philosophen weigern sich, solch profane Themen wie Antisemitismus zu behandeln und geben diese Tätigkeit an die empirischen Wissenschaften ab. Diese wiederum, allen voran Historiker, aber auch Sozialpsychologen, halten Sartres Essay für zu spekulativ oder ignorieren ihn gleich vollständig. In der politischen Auseinandersetzung stören viele Sartres Aussagen über den authentischen Juden und deren prozionistische Konsequenzen. Ich möchte im Folgenden die These der Überlegungen darstellen, der Antisemitismus sei eine freie und totale Wahl und einige ihrer theoretischen Hintergründe beleuchten. Denn es ist auffällig, dass Sartres Aussage häufig zitiert, aber selten mit seinen existenzialistischen Prämissen in Verbindung gebracht wird. Dabei, so meine These, würde nämlich auffallen, dass Begriffe wie Wahl und Verantwortung sich dem auch von Kunstreich bemühten, alltagssprachlichen Bedeutungsgehalt entziehen und sich in ihr Gegenteil verkehren. Ich werde darlegen, dass der Antisemitismus, nimmt man Sartres dezisionistische Freiheitstheorie ernst, zum blinden, unerklärlichen und unverständlichen Schicksal mutiert, die behauptete totale Verantwortung für den unaufrichtigen Seinsmodus Antisemitismus in totale Unfreiheit und Unzurechenbarkeit umschlägt. Damit sollen keineswegs die großen Verdienste der Überlegungen geleugnet werden. Im Gegenteil werde ich versuchen zu zeigen, dass dieser Essay ein Werk des Übergangs von einer vermeintlich konkreten, tatsächlich aber schlecht abstrakten existenzial-ontologischen Betrachtung des Subjekts zu einer stärker gesellschaftstheoretisch orientierten Analyse der Freiheit in Situation darstellt. Manfred Dahmann stellt die Kritik des von etwa Marcuse und Adorno als steil kritisierten Freiheitsbegriff in Frage, oder besser gesagt partiell in Frage. Vollständig mögen wir hier allerdings nicht zu folgen, zumal Sartre selbst ihn relativiert hätte. Ich erinnere mich noch daran, als Manfred Dahmann in einem kleinen Kreis in Hamburg seine Thesen zu Sartre vorstellte. Da hatte ich die teilweise Zurücknahme Sartres erwähnt, wobei speziell diese Dahmann gar nicht bekannt war, um noch die spätere Korrektur des Begriffs der Freiheit einbeziehen zu können. Ich lese hier nochmal die Passage selbst vor. Als ich unlängst, schreibt Sartre, mein Vorwort zu einer Ausgabe dieser Stücke, die Fliegen bei geschlossenen Türen und andere las, war ich geradezu entsetzt. Ich hatte geschrieben, gleich unter welchen Umständen, in welcher Lage, der Mensch ist stets frei zu wählen, ob er ein Verräter sein will oder nicht. Als ich das las, habe ich mir gesagt, unfassbar, dass ich das wirklich gesagt habe. Und weiter, heute würde ich den Begriff der Freiheit folgendermaßen formulieren. Freiheit ist jene kleine Bewegung, die aus einem völlig gesellschaftlich bedingten Wesen einen Menschen macht, der nicht in allem das darstellt, was von seinem Bedingtsein herrührt. Das nähert sich also dann auch schon den adornischen Auffassungen in der negativen Dialektik, nicht? Dass Freiheit als Überschreiten
von Determinismen, Gesetzmäßigkeiten und so weiter sich darstellt. Allerdings schien dies eher offene Türen bei der Deutung einzurennen und die Determinismuskritik Sartres hat ja auch einiges für sich. Es ist für Sartre ja wichtig, dass wir die Freiheit wollen müssen und wir verfallen dem Determinismus oder gar einem Fatalismus, der übersieht, dass wir es ja sind, die die gesellschaftlichen Verhältnisse produzieren und reproduzieren und da sie auch bei entsprechendem Willen ändern könnten. Nicht individuell, aber kollektiv. Die objektiven Gegebenheiten zwingen nicht das Verhalten auf, sondern nur die Wahl der Ziele, mittels deren Realisierung wir auch das ökonomische Bewegungsgesetz des Kapitals im Prinzip außer Kraft setzen könnten. Dessen bloß relativen Determinismus in einen absoluten psychologischen Determinismus zu transformieren, ist ein Entschuldigungsverhalten der Resignierenden, und diese Resignation vor sich und anderen rationalisieren. Und jetzt noch mal was aus L'être et non, also das Sein und das Nichts von Sartre. Der psychologische Determinismus ist, bevor er eine theoretische Konzeption wird, zunächst ein Entschuldigungsverhalten. Er ist ein reflexives Verhalten gegenüber der Angst, er behauptet, dass es in uns antagonistische Kräfte gibt, deren Existenztypus dem der Dinge vergleichbar ist. Er versucht, die Leeren, die uns umgeben, auszufüllen. Die Verbindung der Vergangenheit zur Gegenwart, der Gegenwart zur Zukunft wiederherzustellen. Er versieht uns mit einer Natur, die unsere Handlungen hervorbringt, und er macht aus eben diesen Handlungen Transzendente, erstattet sie mit einer Innerheit, Innertheit und einer Exteriorität aus, die ihnen ihren Grund in anderem als in ihnen selbst zuweisen und die außerordentlich beruhigen, weil sie ein unaufhörliches Spiel von Entschuldigungen konstituieren. Er leugnet diese Transzendenz der menschlichen Realität, die sie in der Angst jenseits ihres eigenen Wesens auftauchen lässt. Indem er uns darauf reduziert, immer nur das zu sein, was wir sind, führt er gleichzeitig die absolute Positivität des An-sich-Seins in uns wieder ein und integriert uns wieder in das Sein. Aber dieser Determinismus als reflexive Abwehr der Angst, bietet sich nicht als eine reflexive Intuition dar. Er vermag nichts gegen die Evidenz der Freiheit. Deshalb bietet er sich als Zufluchtsglaube dar, als das ideale Ziel, zu dem wir vor der Angst fliehen können. Soweit ist die Argumentation auch die der Adornos und anderen dann doch nicht entfernt. Aber wir hören jetzt gleich noch eine Version des Vortrags, wo auch erwähnt wird, dass er aus dem in Wien gehaltenen entspricht, der damals auf der Wiener Konkurrenz in losgetretene Streit der Ideologiekritiker, sei es in Wien, sei es in Berlin oder Hamburg und Freiburg, dürfte sich einer objektiven Antinomie verdanken, bei der dann immer man den Eindruck hat, dass beide gegeneinander Recht haben, aber in Wahrheit sind es die gesellschaftlichen Verhältnisse, die so einen Streit auslösen. Also ich hatte immer den Eindruck, dass Manfred Dahlmann also diesen Streit gar nicht verstand, weil wenn jemand was gesagt hat, ja, das meine ich doch auch. Also das, die Einwände hatte er sich selber schon da gemacht. Nicht? Also das war ein, aber also ich habe ja da diverse Aufsätze damals in der Bahamas gelesen und mit Sartre-Kritiken und so etwas. Man hat auch immer den Eindruck, ja, na klar, stimmt, meine ich auch, nicht? Und wenn dann wieder repliziert wird von Manfred,
Ja, das stimmt ja auch. Nicht? Und wenn so ein Streit entsteht, haben dann sozusagen beide Kontrahenten dann immer doch irgendwie noch ein drittes als Voraussetzung, was noch nicht wirklich eingeholt worden ist. Nicht? Also haben gegeneinander recht, aber in Wahrheit sind es dann doch die gesellschaftlichen Verhältnisse, die so einen Streit dann auslösen. Wir haben ja auch in der Philosophiegeschichte also sehr viele Streitereien, die eigentlich so sich nicht auflösen lassen. Nicht? Der Universalienstreit war im Mittelalter nicht lösbar. Nicht? Allgemeines und Besonderes waren gegeneinander als gleichgültig betrachtet, also als nicht vermittelbar in letzter Instanz. Und dann der platonische Begriffsrealismus und der Nominalismus waren ja Kehrseiten ein und derselben Medaille. Nicht? Der Aristotelische hatte dann so noch einen Vermittlungsversuch dann gemacht. Und diese Dinge, du erinnerst dich da wahrscheinlich auch daran, als Günter Menschings Buch da das Allgemeine und das Besondere erschien, nicht? Da habt ihr euch ja auch darüber dann unterhalten, auch über sein Projekt jetzt zu Abelard, nicht? Einem bekannten Nominalisten. Nicht? Ja, also ich denke, ich habe die Diskussion damals nicht so verfolgt, nicht so intensiv verfolgt wie du. Aber ich würde vorschlagen, dass wir einfach nochmal diesen Freiheitsbegriff von Sartre dann aufgreifen, weil sich daran, glaube ich, auch zeigen lässt, worin dieser Streit möglicherweise gründet. Wenn man nämlich sagt, unter diesem Freiheitsbegriff liegt ja philosophiegeschichtlich auch zugrunde, einerseits könnte man sagen, die Bestimmung bei Kant, wie ist Freiheit überhaupt zu denken, und dann der Freiheitsbegriff, wie er von Hegel formuliert wird, als eine implizite Kritik an Kant. Und damit hängt wiederum zusammen die Bedeutung des Begriffs des Willens. Aber vielleicht sollten wir dann erstmal Manfred hören dazu, wie er es darstellt, um darauf nochmal zurückzukommen. Ja, ich überlege gerade nochmal. Ja, genau, das ist das, was ich suche. Ich hatte mal selbst eine Einführung in Sartre gehalten und das endete dann mit einem Marcuse-Zitat und das ist ja das, was Manfred da im Hinterkopf auch hatte, nicht? Und wollte Adorno und Marcuse, haben sie alle von Marcuse die Urteile übernommen, wollte das kritisieren. Das wird in dem Vortrag, den wir gleich hören werden, dann auch deutlich. Also da, das ist Herbert Marcuse, Existenzialismus in Kultur und Gesellschaft. Nun aber erkennt er die Tatsache an, dass die Existenz des Menschen in der empirischen Wirklichkeit auf eine solche Weise organisiert ist, dass seine Freiheit völlig entfremdet ist und dass nichts als eine revolutionäre Veränderung in der Struktur der Gesellschaft die Entfaltung seiner Freiheit wiederherstellen kann. Wenn das wahr ist, wenn durch die Organisation der Gesellschaft die Freiheit des Menschen in solchen Ausmaße entfremdet sein kann, dass sie fast zu existieren aufhört, dann ist menschliche Freiheit wesentlich nicht durch die Struktur des für sich bestimmt, also das, was man meistens Subjekt nennt, also Sartre nennt das für sich, sondern durch die spezifischen historischen Kräfte, welche die menschliche Gesellschaft formen. Also da sind wir mitten in der Problematik und mir scheint, also dass Manfred Dahlmann da sozusagen ins Wespennest gestochen hat, nicht im gewissen Sinne. Da hat er einen Punkt entdeckt, dass in dem gesamten westlichen Marxismus nicht so ganz
ausgetragen werden konnte. Adorno neigte ja dazu, auch sogar noch die objektiven Antinomien dann zu reflektieren. Nicht? Das macht ihn zu eigentlich den stärksten Kritiker jetzt der Entfremdung der Freiheit. Nicht? Aber jetzt gucke ich mir doch mal hier an. Da haben wir das. Das ist also, der Vortrag heißt also Autonomie und Kapitalsouveränität. Kapitalsouveränität, das ist ein Begriff, den wir wahrscheinlich nicht so oft hören. Es hängt zusammen mit der Aneignung politischer Theorie durch Manfred Dahlmann. Also anlässlich eines Vortrags über Carl Schmitt hatten wir uns da in der Diskussion darüber ausgelassen. Nicht? Also Souveränität des Staates hat eine Entsprechung bei der Souveränität des Kapitals als eines Systems, nicht? Als eines sich selbst reproduzierendes Systems, das sagen ja die einzelnen Subjekte bestimmt, während auch die einzelnen Subjekte das Ganze bestimmen und so an die Souveränität bilden. Das ist jetzt nicht dieser Rousseau'sche Begriff der Volkssouveränität oder so etwas, sondern eher der Schmidt'sche, also oder der Schmidt nachempfunden, ohne jetzt diese dezisionistischen Elemente. Auch Sartre auf den Dezisionisten zu reduzieren, das hatte Manfred da ja auch in diesem Zusammenhang kritisiert. Okay, dann fangen wir mal an. Also das, was ich hier vortrage, ist tatsächlich ein komprimierter Vortrag in Wien gewesen. Da hatte ich nur eine halbe Stunde Zeit und das war etwas sehr komprimiert. Hier habe ich ein bisschen mehr Zeit, deswegen werde ich vielleicht ein paar Einschübe machen und das näher erläutern. Und vorher und nachher hat man dann etwas mehr Zeit zur Diskussion, hoffe ich. Etwas vorausschicken kann ich deswegen zu den Umständen, unter denen dieser Vortrag zustande gekommen ist. Wir haben uns vor ungefähr 2,5 Jahren in Wien getroffen, so 8, 9 Leute, und wollten was über Adornos Ästhetik machen und haben uns da reingekniet. Man kommt dann ziemlich schnell zum Begriff der Autonomie. Und dann ist es eigentlich auch, liegt es nahe zu fragen, was hat die Autonomie mit Freiheit zu tun? Freiheit, eigentlich fällt einem dann sofort, wenn man ein bisschen philosophisch bewandert ist, Jean-Paul Sartre ein. Man liest dann den sogenannten Engagement-Aufsatz von Adorno. Und einen Aufsatz von Herbert Marcuse über das Sein und das Nichts von Sartre. Man fragt sich, man guckt dann mal in den Aufsatz, den Adorno kritisiert von Sartre in Bezug auf das Engagement. Das ist die Schrift Was ist Literatur von Sartre. Man guckt dort rein. Und dann, wenn man genauer liest, fällt einem immer irgendwie was auf. Das stimmt so nicht, das haut so nicht hin, wie Adorno das interpretiert hat. Und man sieht dann ziemlich schnell, dass Adorno eigentlich den Existenzialismus meint, aber immer von Sartre redet. Kann man machen, ist eine Polemik. Also es ist, dieser Existenzialismus ist ganz gut getroffen, aber wer dann mal das Sein und das Nichts, also das Hauptwerk von Sartre von 1942, 43, da sich näher mit beschäftigt hat, der merkt eigentlich sofort, dass die gesamte Argumentation in diesem Buch Was ist Literatur ganz anders aufgebaut ist, ganz andere Voraussetzungen hat als die Adorno zum Beispiel in Bezug auf den Begriff vom Subjekt, in Bezug auf das, was Adorno dort und das Sartre als Begriff von Freiheit unterstellt, dass es irgendwie alles nicht hinhaut. Das ist ganz von Sartre ganz anders gemeint. Also
beschäftigt man sich dann, so geht das dann weiter, in den 2,5 Jahren beschäftigt man sich näher mit dem, was eigentlich Sartre unter Freiheit verstanden hat, unter Kunst, unter Engagement. Und es ist, also ich kann das jetzt hier einfach nur in einem Rahmen von persönlicher Betroffenheit sagen, es wird, die Differenzen, die Adorno zu Sartre aufmacht, werden immer kleiner. Also was, das wird immer, da wird immer, man fragt sich dann auf einmal, wo liegt der wirkliche Gegensatz zwischen den beiden? Also was zum Beispiel das Kunstwerk, ein gelungenes Kunstwerk betrifft, was den Begriff der Autonomie der Kunst betrifft, was das Engagement betrifft, was überhaupt zum Beispiel jetzt diesen wichtigen Begriff der Nicht-Identität betrifft. Je genauer man hinguckt und je genauer man dann Sartres Spätwerk dann auch noch untersucht, das ist so eine monumentale Studie über, mit 5000 Seiten, glaube ich, über, wo es nur um Gustave Flaubert geht, seinen Bezug zur Familie, zur damaligen Politik im 20. Jahrhundert und wie Sartre dort die Psychoanalyse Freuds da reingebaut hat. Man erstaunt halt immer mehr, wie viele Gemeinsamkeiten es eigentlich gibt. Und um das jetzt gleich wieder zu kontern, es gibt aber natürlich eine Riesendifferenz zwischen kritischer Theorie und Sartres philosophischem Entwurf. Die Frage ist nur, worin besteht denn eigentlich diese Riesendifferenz? Und das ist so, das war dann so das Ergebnis unserer Diskussion, dass wir eben mal die Leute, die wir so kennen und uns für so eine Konferenz eingeladen haben, mal danach fragen, worin, also da, ob man jetzt, wenn man sich auf ein Kunstwerk oder auf eine Sache richtig einlässt, dass man herausarbeiten kann, einen Erkenntnisgewinn daraus ziehen kann, dass man sich auf Sartres Begrifflichkeiten, die völlig anders sind eigentlich, als wir das hier in Deutschland kennen, wenn man sich darauf einlässt, ob das nicht durchaus einen Erkenntnisgewinn erzeugen kann für die Probleme, die wir hier ja auch noch haben. Also es ist ja nun wahrhaftig nicht so, dass Adorno alles gesagt hätte, was zu sagen ist, zum Verhältnis von Subjekt und Kapital. Und ja, diesen, also das, was dann, also ich sag's jetzt mal, was dann dabei herausgekommen ist auf der Konferenz, ist dann wohl eher das gewesen, dass man eben sich daran weiterhin festgebissen hat, was Sartre alles falsch gemacht hat. Also er hat unendlich viel falsch gemacht, das bleibt auch gar nicht, als seine Stellungnahmen als moralische, angeblich moralische Instanz in den 60er, 70er Jahren, wenn nur das Vorwort zu Fanon oder so, das ist natürlich, das ist falsch und das bleibt falsch, seine Behandlung des Konflikts in Anführungszeichen zwischen Palästina und Israel bleibt falsch. Die Frage ist nur, was hat das alles mit seiner Philosophie zu tun und ist nicht in seiner Philosophie doch etwa noch mehr, also so viel drin, dass man eben das Hauptproblem, was wir eben auch, wir sage ich jetzt, mit der Kapitalanalyse haben, ist eben, in seiner Fassung dieses Problems, ich sage gleich, worum es geht, in seiner Fassung dieses Problems irgendwas für uns durchaus Aufgreifenswertes drinsteckt. Und das Problem, das Hauptproblem ist eben halt, dass jeder weiß, der sich irgendwie mal mit Adorno oder kritische Theorie beschäftigt hat, dass das Kapital als automatisches Subjekt erscheint, dass sich die Subjekte selber konstruiert, die es für seine Reproduktion braucht, um das jetzt in diesem Schlagwortjargon da mal runterzulassen, dass aber dann, wenn das so ist, es steht fest, aber dass dann, wenn man das auch so darstellt in der Form der Darstellung, die Subjekte selbst nicht mehr für das, was das Kapital ist und macht, überhaupt nicht mehr zur Verantwortung gezogen werden können. Weil dieses Subjekt ja total vergesellschaftet ist und durch das Kapital die Subjekte sich schafft, ist die Frage nach der Verantwortung, die Freiheit ja voraussetzt, also man muss ja irgendwo was entscheiden können, fällt dann flach. Und genau das darstellen zu können, dass eben das Kapital
die Darstellung des Kapitals als automatisches Subjekt unmöglich existieren kann. Das kann man sagen. Es ist nicht erklärlich, wie so ein automatisches Subjekt entstehen kann überhaupt, wie sowas überhaupt existieren kann. Das ist ein völliger Unbegriff und trotzdem kann ich das Kapital nur exakt darstellen, als ob es wie ein Gott uns Menschen praktisch bestimmt. Trotzdem geht das nicht. Die Subjekte müssen irgendwie daran beteiligt sein. Die einzelnen empirischen Individuen müssen daran beteiligt sein, dass das Kapital so existiert, wie es existiert. Aber es bleibt unerklärlich, warum das so ist, wie das passieren kann, wie die Bedingung der Möglichkeit dazu überhaupt ist, dass das so passiert. Und das wäre eben praktisch, ja, es geht jetzt darum, den Versuch, also mit Sartre in Sartre stark zu machen, das, was alles falsch ist, ist klar, Sartre so stark zu machen, dass eventuell dieses Grundproblem, was jeder, der das Kapital analysiert, haben muss, nämlich inwiefern ist jedes einzelne Individuum daran beteiligt, dass das Kapital das ist, was es ist, dass diese Frage etwas klar, zumindest als das Problem klarer wird. Ja, soweit erstmal, den Rest kann man dann, falls das, fange ich einfach mal mit dem Vortrag an. Der fängt eben ganz anders an, als ich das jetzt hier so mal den groben Rahmen vorgestellt habe. Aber ich hoffe, dass hinterher deutlich wird, warum ich jetzt so anfange, wie ich das jetzt tue. Also wohl jeder, der so in unseren Kreisen, wenn wir in unseren Kreisen sind, davon von solche Begriffe verwendet wie Engagement und Autonomie, Freiheit und Ästhetik, sollte davon ausgehen, dass diese Begriffe in Abgrenzung von einem gängigen Gebrauch verwendet werden. Wenn der Politiker sich für das Engagement seiner Wahlhelfer, der Manager für das seiner Mitarbeiter bedankt und der Journalist mangelndes zivilgesellschaftliches Engagement im Allgemeinen beklagt, sollte etwas anderes gemeint sein als das, was in Bezug auf Sartre das Thema ist. Im Resultat dürfte das wohl auch so sein, gebe ich zu. Aber, und damit widerspreche ich dieser Erwartung zumindest zum Teil, eben erst am Ende können diese Begriffe eine andere als die allgemein verbreitete Bedeutung haben. Ich bin mir sicher, mich auf Sartre und, wie bezüglich des Autonomiebegriffes zu zeigen sein wird, auf den ich mich im Folgenden konzentrieren werde, auch auf Adorno berufen zu können mit meiner Auffassung, dass es nicht nur sinn- und zwecklos ist, sondern grundsätzlich falsch und fatal, die Kritik dieser Gesellschaft auf der Basis einer Auseinandersetzung um die Bedeutung von Begriffen zu führen. Die allgemeine, aber besonders unter Linken verbreitete Vorstellung, Politik bestehe darin, die Oberhoheit oder Definitionsmacht, die Hegemonie, so heißt es seit Gramsci, über die inhaltliche Konkretisierung zentraler abstraktformaler Begriffe wie Freiheit, Gerechtigkeit, Allgemeinwohl und so weiter zu erlangen, ist zutiefst doktrinär und führt, logisch zu Ende gedacht, zu nichts anderem als dazu, Gruppen, genauer Rackets, zu bilden, die Sprachregelungen für sich als verbindlich erklären, aufgrund der dann Zugehörigkeitsfragen, also Freund-Feind-Bestimmungen, rasch und eindeutig geklärt werden können. Ein ungebräuchliches Wort, angebracht in ungewöhnlichem Zusammenhang, und schon wird man in allen derartig politisch korrekten Vereinigungen zumindest schief angesehen. Oder, allgemein formuliert, das Einpassen in vorgegebene Sprachregelungen erspart dem Subjekt die Mühe, eigenständig denken und dafür Verantwortung übernehmen zu müssen. Jedenfalls, Kritik setzt demgegenüber Wirklichkeitserkenntnis voraus und diese ist nicht zu haben, wenn man nominale, allgemein normierte Begriffe verwendet, die nicht die Sache, sondern in Wahrheit nur das darin politisch Gewollte oder Gutierte bezeichnen.
um die Sache, die einen Begriff erfasst, zu verstehen, und gerade Adorno führt es immer wieder vor, sind zunächst die Bestimmungen entscheidend, die dem Begriff im gesellschaftlichen Umgang tatsächlich zukommen. Ich verweise da hier nur auf seine zwei kleinen Büchlein über die philosophische Terminologie oder wie er da vorgeht, wie er die Bedeutung bestimmter Begriffe aus dem Alltag oder in der Ästhetik, wie er über Geschmacksfragen, über das Naturschöne und so weiter beginnt, um dann zu einem eigentlich dem Beginn konträren Ergebnis zu kommen. Fragen wir also in diesem Sinne nach der Bedeutung des Begriffs Autonomie. Wohlgemerkt, ich wiederhole mich, ich will nicht auf eine Definition von Autonomie hinaus, denn das genau wäre der Beginn dessen, was ich oben als Politik mit Begriffen gekennzeichnet habe. Wenn auch auf dem Niveau wissenschaftlicher Denkform, aber die, das am Rande konstituiert, genau jene Politik, ist deren Bedingung der Möglichkeit. Mit meinem Vorgehen bekomme ich natürlich sofort ein altbekanntes Problem. Verwendet wird der Autonomiebegriff in den unterschiedlichsten Zusammenhängen mit ebenso unterschiedlichen Bedeutungen. Um die Sache zu treffen, die dieser Begriff erfasst, muss er jedenfalls all diese Unterschiede auch erfassen, ansonsten bräuchten wir gar nicht erst anzufangen. Versuchen wir es und gehen eine Reihe von Bedeutungen durch. Beginnen möchte ich mit der, die man vielleicht als staatstheoretische bezeichnen könnte. Jeder weiß, was gemeint ist, wenn von der Autonomie des Rechts gegenüber dem Staat, der Autonomie des Staates gegenüber der Ökonomie und so weiter die Rede ist. Man kann natürlich bestreiten, dass es eine wirkliche Autonomie in diesen Beziehungen gibt, nicht in Frage gestellt werden kann, dass die Verfassungen der westlichen Staaten von dem Gedanken getragen sind, dass damit Gesellschaft funktioniert, es geboten ist, dem Staat unabhängig von ökonomischen Partialinteressen und das Recht wiederum unabhängig von der Exekutive und so weiter zu organisieren. Also da hinten, das stört mich beim Reden. Um im Politischen zwar zu verbleiben, aber eine demgegenüber nahezu konträre Bedeutung von Autonomie zu liefern, sei auf politische Bewegungen verwiesen, die sich aus einem existierenden Staatsverband lösen wollen. Sie bezeichnen die Gebiete, für die ihnen das ansatzweise gelungen zu sein scheint, oft als autonom und wollen damit so etwas wie eine Übergangsperiode kennzeichnen, die so lange gilt, bis das Ziel, einen anerkannten Staat zu repräsentieren, tatsächlich erreicht ist. Dabei spielt keine Rolle, ob diese Vorstellung realistisch oder halluziniert ist oder auf welchen politischen Grundlagen sie aufbaut. In den 1980er Jahren sprachen etwa in diesem Sinne die, die sich damals auch von ihrem Selbstverständnis her Autonome nannten, gerne von einem befreiten Kreuzberg, und denselben Begriff von Autonomie haben heute zweifellos auch noch die, die von Ausländer- bzw. judenfreien Zonen im Osten Deutschlands sprechen. Verlassen wir die Politik, kommen wir zur Ästhetik, zu Adorno. Autonomie der Kunst meint bei ihm, dass diese sich von zweierlei frei zu machen, in Distanz zu setzen habe, um ihren Auftrag, die Kritik der verkehrten Gesellschaft, erfüllen zu können. Da sind zum einen die gesellschaftlichen Auseinandersetzungen, wie sie an der Oberfläche erscheinen, und zum anderen der Künstler selbst als Person. Postuliert wird von Adorno in diesem Autonomiebegriff das Einlassen auf die Sache, die das Kunstwerk ist, selbst, auf dessen innere Logik, die dann, so seine Erwartung und Hoffnung, eine Eigendynamik, mit anderen Worten eine Autonomie entfaltet, in der sich die Erkenntnis der Unvernunft des Ganzen bahnbrechen kann. Dazu wäre natürlich sehr viel mehr auszuführen, aber das möchte ich der Diskussion oder anderen überlassen. Ich will im Ästhetischen verbleibend sofort zum Autonomiebegriff bei Sartre übergehen, der dem von Adorno und dem des Staatstheoretischen sowieso eine weitere Perspektive hinzufügt. Die Grundlage, auf der Sartre Flaubert als einen Künstler analysiert, der sich das Ausleben seiner Neurose zum alleinigen Lebenszweck erkoren hat, ist die Vorstellung von der Autonomie seiner selbst.
Weil Flauberts Roman zum Beispiel, Madame Bovary, wie Sartre in allen Details, habe ich vorhin schon erzählt, in seinem Spätwerk, Idiot der Familie heißt, ist der Titel, präzise darlegt, zum einen diesen Autonomieanspruch, den man durchaus auch als Wahn oder als, wie Sartre auch erörtert, Ideologie bezeichnen kann, perfekt einlöst, zum anderen darin von den meisten seiner Leser genau verstanden wird, und das Buch war ein riesiger Erfolg, lässt sich mit Sartre folgern, dass ab der Mitte des 19. Jahrhunderts im Bürgertum die als Autonomie rationalisierte Neurosenwahl unter anderem bis heute als Souveränitätswahn auftretend endemisch wurde. Auch über diesen Begriff von Autonomie bei Sartre wäre intensiver zu diskutieren, vor allem im Hinblick auf das weit verbreitete, nicht zuletzt von Adorno geteilte Missverständnis, Sartre hypostasiere das Subjekt, aber darum geht es mir ja nicht, sondern um den Begriff als solchen. Natürlich, Autonomie hat in allen Beispielen etwas mit Unabhängigkeit zu tun. Darauf hätte man auch schon kommen können, wenn man nur einfach versucht hätte, den Begriff wissenschaftlich zu definieren. Ebenso klar ist, dass die Unterschiedlichkeit der genannten Autonomiebestimmungen sich zu einem großen Teil daraus erklärt, dass nur die Sachverhalte in Bezug auf die Autonomie besteht, beziehungsweise bestehen soll, stark differieren. Aber das hilft ja auch nicht weiter, denn keinem, der gewohnt ist, Definitionen zu konstruieren, dürfte es schwerfallen, diese so zu fassen, dass die Unterschiedlichkeit in dem, wovon Autonomie alles unabhängig zu sein behaupten kann, in ihnen berücksichtigt sind. Eine weitere Frage ist, ob nicht, auch und gerade aufgrund der Unterschiedlichkeit der gewählten Beispiele, in dem Begriff der Autonomie inhaltlich mehr und noch anderes steckt als Unabhängigkeit von irgendetwas der Form nach. In diesem Sinne beinhaltet Autonomie immer auch so etwas wie Selbstbewegung. Um das zu erkennen, hätte es der Aufzählung obiger Beispiele aber ebenfalls nicht bedurft. Die Etymologie des Begriffs, also heißt ja, das heißt ja im Grunde in sich selbst setzen, diese allein schon verweist darauf, dass mit Autonomie ein Prozess gemeint ist, in dem etwas aus sich selbst heraus weitestgehend unabhängig von anderen Prozessen und Zuständen geschieht. Doch nun, nachdem das alles geklärt ist, wäre eine Frage an den Begriff zu stellen, die für jede Definition von vornherein ohne jedes Interesse ist. Also ich meine mit Definition jetzt, wie wir gewohnt sind, wenn wir von der, wie wir das an der Uni gelernt haben, von wissenschaftlich zu definieren. Diese Frage kann unmittelbar aus Sartres Existenzphilosophie eruiert werden und lautet, kann es in dieser Welt, nimmt man Gott und die Natur als solche einmal aus, sie werden normalerweise ja auch nicht als Autonomie, als autonom bezeichnet, selbst wenn der Autonomiebegriff, sobald er existiert, auf sie übertragen werden kann. Also nochmals, kann es in dieser Welt außerhalb von Gott und Natur überhaupt Gebilde geben, die sich aus sich selbst bewegen können? Die Antwort Sartres auf diese Frage und ihr mit guten Argumenten zu widersprechen, dürfte äußerst schwer fallen. Und die Antwort lautet, nur der einzelne Mensch kann als ein Wesen betrachtet werden, das Bewegung aus sich selbst erzeugt. Die Institution Staat zum Beispiel funktioniert nur, prozessiert nur, ist autonom nur, wenn sowohl seine Exekutoren, etwa seine Beamten, als auch die Staatsbürger als je Einzelne, als je ihn Bewegende, für die ihm entsprechende Reproduktion sorgen. Ein den Einzelnen übergreifendes, sich wie ein Perpetuum mobile aus sich selbst bewegendes Gebilde kann es von Natur aus, ob als Staat oder sonst etwas, nicht geben. So etwas existiert nur für Magier oder Mystiker oder auch Wahnsinnige. Wir haben also eine Bestimmung im Begriff von Autonomie ermittelt, die jeder ihrer wissenschaftlichen Definitionen von vornherein entgehen muss. Autonomie ist als ein gesellschaftlich, also allgemein existierender Sachverhalt nur denkbar, wenn sie im einzelnen Subjekt die Bedingung ihrer Möglichkeit findet, sodass gezeigt werden kann, wie etwas logisch Unmögliches praktisch sich dennoch, wie in obigen Beispielen,
als tatsächlich gegeben darstellen kann. An dieser Stelle wäre um die alles andere als marginale Dimension dieser Frage nach der Beteiligung des Subjekts in dem zu erfassen, was Autonomie bedeutet, an Kafkas Romane zu erinnern. Und Sartre beweist, wenn er über Kafka spricht, aber nicht nur hier, dass er genau erfasst hat, worum es in dieser Frage geht. Kafka hebt ins Bewusstsein, was Autonomie für Menschen bedeutet, denen es verwehrt ist, das Handeln von gesellschaftlichen Institutionen als Resultat des Handelns einzelner Menschen zu begreifen, weil doch, wie festgestellt, dies logisch zwar unmöglich ist, aber empirisch eindeutig dennoch in dem juristischen Prozess etwa, dem sich Franz K. ausgesetzt sieht, so und nicht anders der Fall ist. Entschuldige. Ja. Also ich mache jetzt weiter. Ne? Ohne dies an obigen Beispielen jeweils durchzuexerzieren, sollte offensichtlich sein, dass sich die Unterschiedlichkeit der einzelnen Fälle auch daraus ergibt, in welcher Form die Autonomie jeweils auf das empirische einzelne Subjekt bezogen ist. Wobei, und diese Feststellung darf ich unter uns als Selbstverständlichkeit voraussetzen, da ich kaum davon ausgehe, hier auf Mystiker zu treffen, es kann, das bisherige zusammengefasst, innerhalb von Menschen geschaffener Gebilde wie dem Staat, so in Politik, Ökonomie, Kunst und erst recht in Wahnvorstellungen, keine Autonomie geben, die nicht in irgendeiner Form ihnen, aus welchen mehr oder weniger triftigen Gründen auch immer, vom einzelnen Subjekt zugeschrieben wird. Keine Autonomie, die nicht von ihm, dem Individuum, institutionalisiert worden ist und von ihm reproduziert wird. Selbst wenn ihm, wie Kafkas Romane vorführen, der Prozess, in dem dies geschieht, gedanklich und vor allem emotional nicht nachvollziehbar ist. Was aber ist die Bedingung der Möglichkeit der Existenz von gesellschaftlicher Autonomie im Individuum? Woraus generiert Autonomie sich in ihm, sodass sie auf gesellschaftliche Institutionen übertragen, in ihnen zur Geltung kommen kann? Um sich der Antwort zu nähern, ist es hilfreich, indirekt vorzugehen. Nehmen wir einmal an, der einzelne Mensch, zumindest dessen beobachtbares Verhalten, wäre durchweg entweder von seinen Genen oder seinen Umwelteinflüssen oder beidem in irgendeiner Kombination vollständig bestimmt. Ihm, dem Individuum, wäre im Gegensatz zum Staat, der Ökonomie, der Ästhetik und so weiter, gar keine, also ihm, dem Individuum, gar keine Autonomie zuzusprechen. Im Resultat stünde dann eine Gesellschaft, wie Niklas Luhmann sie beschreibt. Sie funktioniert durch eine Reihe gegeneinander autonomer, sich selbst reproduzierender Subsysteme hindurch, auch ohne Menschen. Diese könnten durch Roboter ersetzt werden, was aber unnötig ist und mit viel zu hohen Kosten verbunden wäre, da ja die empirischen Subjekte sich sowieso längst schon so verhalten. Um unser Problem zu lösen, können wir nun fragen, von was im Individuum Luhmann in seiner allgemeinen Systemtheorie abstrahiert. Oder auch anders, aber auf dieselbe Antwort hinauslaufen. Was eigentlich unterscheidet den Menschen von einem lernfähigen, sich aus sich selbst heraus bewegenden Roboter? Die Antwort scheint einfach, gegen sie wird aber nahezu durchgängig in dieser Gesellschaft verstoßen. Einen Roboter kann man so konstruieren, dass er autonom agieren kann. Der Roboter aber kann auch in dieser seiner Autonomie nur wiederum Roboter oder auch sonst alles Mögliche, aber keinen Menschen konstruieren. Wie immer man das, was der Mensch seinem Begriff nach ist, bestimmt, darin einen Roboter mit eingebauter Autonomie zu konstruieren oder irgendetwas anderes, ist der Mensch eines mit Sicherheit nicht autonom, sondern frei. Ohne Anerkennung dieser Differenz zwischen Freiheit und Autonomie hätte der Begriff Autonomie keinerlei eigene Existenzberechtigung,
Er könnte umstandslos mit Freiheit synonym gebraucht werden. Von genau dieser Freiheit also abstrahiert Luhmann die Wissenschaft in ihren Definitionen generell, wenn sie über Gesellschaft reden. Diese Freiheit benennt, wie implizit auch immer, eine Sache, und zwar unterschiedslos bei allen, die den Begriff Autonomie auch wie immer verwenden, handelt es sich um Wissenschaftler, Künstler, Philosophen oder normale Bürger, die jeder Autonomie vorangeht und ohne die sie als wie immer bestimmte Autonomie gar nicht erst in die Welt treten kann. Es ist nun klar, hoffe ich, was der Staatstheoretiker meint, wenn er von einem freien Rechtsstaat etwa spricht. Er identifiziert jene Freiheit, wie der oben angeführte politisch bewegte Autonome ja erst recht, mit Autonomie. Besser, psychoanalytisch gesprochen, er verschiebt seine Freiheit von seinem Inneren in ein Außen. Eine Verschiebung, die Sartre in seinem Hauptwerk, das Sein und das Nichts, im Begriff der Unaufrichtigkeit zu fassen versucht. Dass währenddessen offensichtlich auch eine Verkehrung stattfindet, weil ein individuell besonderes Phänomen, die Freiheit, mit einem gesellschaftlich allgemeinen, also mit Autonomie, einfach kurz geschlossen wird, ist so dermaßen tief in dieser Gesellschaft verankert, dass es weder Ihnen, dem Staatstheoretiker oder Autonomen, noch sonst jemandem überhaupt auffällt. In den beiden der Ästhetik entlehnten Beispielen oben bei Sartre und Adorno und deren Begriff von Autonomie findet sich diese Verkehrung nicht. Was aber alles andere heißt, als dass Künstler generell vor ihr gefeit wären. Im Gegenteil. Wenn sie auf ihre Werke reflektieren, reden sie meist mehr oder weniger nichtssagend von der Freiheit der Kunst, statt sich auf deren Autonomie und damit ihre Differenz zur Freiheit einzulassen. Das Problem, um das es ja im Grunde philosophiegeschichtlich geht, ist das Problem zwischen Besonderem und Allgemeinem, zum Beispiel im aristotelischen Begriff der Gattung, wo man eben sagen oder fragen kann, hier ist ein Mensch, was ist aber der Mensch? Gibt es deswegen, weil es den einzelnen Menschen gibt, auch den allgemeinen Begriff der Mensch? Oder findet dort nicht eine Übertragung, eine Verschiebung statt, dass etwas Allgemeines, Nominales für real behauptet wird, eine Behauptung über Realität? Wenn man fragen kann, gibt es das überhaupt, der Mensch? Und diese innere Differenz, die wird hier eigentlich verhandelt. Wir haben also folgendes Problem. Im einzelnen Subjekt ist etwas in sich Verdoppeltes angelegt, das im Außen als identisch gedacht werden kann und gedacht wird. Freiheit und Autonomie wird im Politischen wie im Ästhetischen von nahezu allen Beteiligten als Einheit, als ein und dasselbe gedacht. Diese Identität aber im Inneren des Subjekts eine Differenz aufweisen muss, die es erst ermöglicht, von Autonomie im Allgemeinen, unterschieden von Freiheit im Besonderen, reden zu können. Von einer Freiheit also, die, anders als die Autonomie praktisch, nur im Subjekt, also in keinem Objekt, keinem Außen, weder logisch noch praktisch überhaupt existieren kann. Also, Freiheit, irgendetwas anderes als der einzelne Mensch, kann nicht frei sein. Die Frage ist eben, wenn Adorno und Marcuse polemisieren gegen Sartre mit einem Begriff, mit einem Begriff von freier Gesellschaft. Und vor dem Hintergrund dieser Fragen betrachtet, muss man tatsächlich fragen, was kann das heißen? Kann Gesellschaft als Allgemeinbegriff frei sein? Was kann das? Eigentlich aus Sartres Perspektive ist dieser Begriff ein Unding in sich selber. Diese zugegebenermaßen etwas lang geratene Einleitung in den Begriff der Autonomie war meiner Ansicht nach notwendig, um über Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Sartre und Adorno in einer wie hier gebotenen Kürze sinnvoll reden zu können. Die Ausführlichkeit halte ich auch deshalb für verzeihlich, weil ja, en passant gewissermaßen,
zumindest zwei Gemeinsamkeiten darin schon deutlich gemacht werden konnten. Da ist einmal die Ablehnung des wissenschaftlichen Verfahrens der Begriffsbildung für die zentralen, die gesellschaftlichen Beziehungen betreffenden Sachverhalte und zum anderen das Verhältnis zwischen Freiheit und Autonomie in diesen Beziehungen als einer ihrer zentralen Gegenstände. Auch ein Unterschied wurde in den beiden Beispielen oben in Bezug auf die Ästhetik schon benannt. Für Adorno ist das Einlassen auf eine vom Künstler selbst und den gesellschaftspolitischen Evidenzen sich in Distanz setzende Autonomie ein Postulat. Für Sartre ist der Versuch, Autonomie in einem Kunstwerk realisieren zu wollen, ein neurotisch bedingter Wahn, in dem, wie Flaubert's Bovary zeige, eine hochkomplexe Realität, zwar in beeindruckender stilistischer Reduktion dargestellt werden, darin aber kaum mehr zum Ausdruck bringen kann, als den in der bürgerlichen Klasse gesellschaftlich verallgemeinerten Größenwahn. Damit ergibt sich sofort eine neue Schwierigkeit. Dieser Unterschied, so konträr ich ihn hier auch zu formulieren versucht habe, ließe sich ohne große gedankliche Anstrengung auch in eine Gemeinsamkeit überführen, in der zumindest nicht mehr von sich ausschließenden Auffassungen die Rede sein kann. Denn Adornos Autonomiepostulat ist ja alles andere als pathetisch, alles andere als affirmativ zu verstehen. Alle seine Gedanken zur Ästhetik formulieren die Erkenntnis, dass nur das Einlassen auf die und die Anerkenntnis der Autonomie der Kunst, allgemein gesprochen, dass nur der Vorrang des Objekts es überhaupt ermöglicht, die falschen Autonomien dieser Gesellschaft in Staat, Ökonomie, Kultur und so weiter erfahrbar zu machen und wahre Freiheit erkennen zu können. Auf der anderen Seite interpretiert jeder Sartre völlig falsch, wer behauptet, wie Adorno das allerdings getan hat, für jenen sei die Autonomie der Kunst nichts als ein Ideologem der bürgerlichen Gesellschaft, das destruiert gehört, indem man sich politisch eindeutig, auch und gerade im Werk selber, positioniere. Wenn Sartre etwa das erste Buch im zweiten Teil seiner Studien über Flaubert unter das Motto stellt, was ist das Schöne anderes als das Unmögliche, aber auch sonst in all seinen Überlegungen zum Kunstbegriff, erweist sich, dass Sartre eine Eigenständigkeit der Kunst alles andere als leugnet, ihr also durchaus einen besonderen Wirklichkeitsbereich mit eigener Logik zuschreibt. Und dass Sartre in seinen Romanen und Theaterwerken keine Lehr- oder Thesenstücke à la Brecht geschrieben hat und Propaganda erst recht nicht betreibt, ist auch Adorno aufgefallen. Man könnte im Hinblick auf diese Gemeinsamkeit davon sprechen, dass ein Unterschied hier nur in der Perspektive besteht. Sartre geht vom als frei erkannten Subjekt aus, um das Ästhetische zu erfassen, Adorno vom ästhetischen Objekt, damit darin das Subjekt sich selbst als frei erst erkenne. Daraus folgen zwar eine Reihe von Unterschieden, nicht nur in den Formulierungen, sondern auch solche, die sich sachlich begründen lassen und sich nicht nur als bloße Denunziation, wie die, Sartre sei ein folgsamer Schüler Heideggers oder ein Dezisionist gar gewesen, beiseite schieben lassen. Als Beispiel ließe sich hier anführen, dass Adorno jeder positiven Bestimmung des Subjekts, natürlich zu Recht, äußerst misstrauisch gegenübersteht, da dies normalerweise die Verdinglichung des Individuums hervorbringt, wie sie für die Psychologie, über die Soziologie bis hin zur politischen Ökonomie kennzeichnend sind. Und für Sartres Philosophie ist es in der Tat konstitutiv, dass Wirklichkeit ausgehend von positiven Bestimmungen im Subjekt darzustellen, also Freiheit erzeugt Verantwortlichkeit, diese Verantwortlichkeit wird dann weiter zur Verbindlichkeit und so weiter, das sind alles positive Bestimmungen, die Sartre in seinem Hauptwerk gibt über dieses Subjekt, aber er entfaltet hier nur solche, die selbst bei schlechtester Absicht nicht als Verdinglichung des Individuums zu bezeichnen sind, denn in ihnen ist und bleibt begrifflich, nicht gesellschaftlich, das ist ganz wichtig, die Freiheit konstitutiv. Ich erachte diese Differenzen jedenfalls nicht als sonderlich gravierend, im Gegenteil, ich bin davon überzeugt, dass man je mehr man sich auf den philosophischen Entwurf Sartres einlässt, und das habe ich auch schon am Anfang dargestellt,
die erkenntnistheoretischen ästhetischen, nicht aber, um das an dieser Stelle auch nochmal zu betonen, die politischen Gegensätze umso geringer werden, sie sich zumindest nicht gegenseitig ausschließen. Dennoch, es gibt in diesem Verhältnis eine Differenz zwischen Sartre und Adorno, beziehungsweise jetzt der kritischen Theorie allgemein, die sich auf diese Weise einfach nicht auflösen lässt und worin auch die politischen Gegensätze, die man zu Sartre haben muss, ihre Ursache haben. Und jetzt muss ich wieder so etwas wie einen Sprung machen, um diesen Gegensatz tatsächlich hervorkehren zu können. Dazu habe ich mir ein Bild von Edouard Manet genommen, das diese Sonntagsgesellschaft auf ihrer Einladung zu dieser Konferenz benommen hat. Das heißt Frühstück im Grünen, glaube ich. Und muss man jetzt nicht unbedingt kennen, man kann es hin. Aber ich hoffe, es wird jetzt trotzdem deutlich, auch selbst wenn das Bild hier nicht vorliegt, was ich da rausgeholt oder glaube, da herausholen zu können. Der Eindruck, der sich mir als erstes aufgedrängt hat, als ich das Bild zum ersten Mal sah, ist, dass einer Ungezwungenheit, die ich darauf zurückführe, dass es Manet hier gelungen ist, ein erotikdarstellendes Bild zu malen, das den Gedanken an Scham, der ansonsten die Erotik immer, und sei es als Schamhaftigkeit oder Schamlosigkeit begleitet, so in dieser Form gar nicht aufkommen lässt. Und dennoch, so sehr gerade diese Ungezwungenheit für mich darauf beruht, einen Raum jenseits der Scham erfasst zu haben, die Scham selbst ist natürlich nicht im Nichts verschwunden. Anders als die Freiheit in Luhmanns allgemeiner Systemtheorie, bin ich versucht zu sagen. In einer Beziehung zwischen Menschen, um die es in diesem Bild ja geht, ist es schlechterdings ja auch unmöglich, dass nicht auch die Scham gegenwärtig ist oder Intimität in einer bestimmten Form. Wenn ich oben von der Freiheit als dem zentralen Unterschied zwischen Mensch und autonomen gesellschaftlichen Phänomenen geredet habe, so wäre zu ergänzen, die Fähigkeit, Scham zu empfinden oder besser, die Unmöglichkeit, die Scham in den Beziehungen zu seinen Mitmenschen ausschalten zu können, unterscheidet den Menschen von allen anderen Wesen und Dingen in gleicher Bedeutsamkeit wie, und das ist jetzt von mir gegen Sartre gerichtet, wie seine Freiheit. Ohne dass ich mich direkt auf Adorno berufen könnte, also es ist also vor allen Dingen deswegen gegen Sartre gerichtet, weil Sartre davon ausgeht, dass die Freiheit das Einzige ist, was den Menschen zum Menschen macht. Die Freiheit geht allem anderen voraus, dem Begriff von Natur, dem Begriff von Gesellschaft. Es gibt keinen Begriff, den ich wie auch immer essentiell erfassen kann, der dieser Freiheit vorausginge. Und meine Behauptung hier ist nun, ich habe mit dem Begriff der Scham etwas, was dieser Freiheit gleich, zumindest als gleichrangig betrachtet werden muss. Also ohne, dass ich mich direkt auf Adorno berufen könnte, aber Sartre missachtet in dieser Hinsicht, dass, wie die Scham exemplarisch zeigt, etwas in die Welt gesetzt sein kann, das sich von den Objekten, den Dingen an sich, die ansonsten dem Subjekt, dem für sich gegenüberstellt, das ist seine Sprechweise, die sich darin im konstitutiven Kern unterscheidet. Das Besondere an diesem Kern, was die Scham betrifft, ist, dass niemand wirklich anzugeben weiß, was diese Scham als solche eigentlich ist. Sie erscheint nur im Inneren des Subjekts als je besonderes Gefühl und im Äußeren in der jeweiligen Situation nur als Ausdruck verschiedener Sitten, Gebräuche, Bekleidungsvorschriften und vieles weitere mehr, aber nicht als sie selbst. Von der Scham als dem Angelpunkt dieser Konfrontation von Subjekt und Situation, das ist so dieses Begriffspaar, was bei Sartre eine große Rolle spielt, lässt sich nur aussagen, dass sie, wie die Freiheit im Sinne Sartres typisch menschlich ist, sie in der Natur also nicht vorkommt, aber, und das ist entscheidend, für jedes Individuum, wenn auch in vollkommen differenter Ausprägung, dennoch verbindlich ist. So sehr Sartre, wie in diesem Fall zuzugeben ist, auch in der Lage ist,
den gesamten Komplex der Scham in seinen inneren wie äußeren Erscheinungen darzustellen, also da geht er sehr oft drauf ein, vor allem in seinen Theaterstücken und Erzählungen, so entgeht ihm aber die Bedeutung ihrer Allgemeinverbindlichkeit. Er abstrahiert von deren, man kann es fast so sagen, bestimmungsloser Objektivität, die es als solche aber natürlich gar nicht geben kann. Seine Philosophie erfasst, kurz gesagt, das nicht, was in Manets Bild trotz seinem Nicht-Dasein dennoch nicht wegzudenken ist. Inwieweit diese im Subjekt allgemeinverbindlich existierende Scham die von Sartre vorgelegte Existenzphilosophie zumindest modifiziert, kann ich hier jetzt so weiter nicht erörtern. Es ist jedenfalls eines in dieser Hinsicht in aller Deutlichkeit zu betonen: der die Existenz eines der Konfrontation zwischen Subjekt und Situation oder Subjekt und Subjekt oder Ding an sich und dem für sich hinzutretenden Dritten behauptet, das gleichrangig neben die Existenz tritt, wie Sartre das fasst, ist für diese Behauptung beweispflichtig. Das folgt aus seinem gesamten philosophischen Entwurf, dass er zum Beispiel Hegel und Kant und Heidegger vor allem damit kritisiert, das hatte ich vorhin auch, als ich da über die Gattung gesprochen habe, angesprochen. Sartre würde sagen, es gibt kein Drittes in Beziehungen zwischen Menschen. Wenn du dieses Dritte als etwas Existierendes behauptest, bist du beweispflichtig. Wenn du sagst, Gott existiert, musst du beweisen, dass Gott existiert. Ich brauche es nicht zu beweisen, dass Gott nicht existiert. Denn das ist eine Verallgemeinerung. Genauso wie Gesellschaft, Situation, alle Allgemeinbegriffe, die etwas Drittes in der Konfrontation zwischen Subjekt und Subjekt behaupten, müssen das beweisen. Und ich hoffe eben, mit der Scham etwas dargelegt zu haben, was dieses Dritte ist und bewiesen zu haben, dass es doch so etwas Drittes gibt. Also jetzt nochmal etwas wiederholt. Das heißt nichts anderes, als dass Sartre gegenüber jedem Recht zu geben ist, der im Sinne Kants das Transzendentalsubjekt, im Sinne Hegels den Geist, im Sinne Heideggers das Sein, im Sinne Luhmanns und aller Strukturalisten irgendeine systemische Grundstruktur und vieles andere mehr als allgemeinverbindliches, das Individuum überschreitendes Drittes zur Grundlage seines Denkens macht. Bei derartigen Überschreitungen handelt es sich, wie Sartre es nennt, um Unaufrichtigkeiten oder, wie in der Behauptung der Existenz Gottes, um glatte Lügen. Hinter diese Erkenntnis führt einfach kein Weg zurück. Um langsam zum Verhältnis von Freiheit und Autonomie zurückkommen zu können, will ich nun, statt von der Scham, die ich für ein Phänomen ansehe, das jene Beweispflicht, von der ich gesprochen habe, erbringt, habe ich ein paar Mal schon gesagt, will ich jetzt mal nur von etwas ganz anderem reden, angeblich ganz anderem, nämlich vom Geld. Alles, was ich zur Scham gesagt, ausgeführt habe, lässt sich bruchlos auch auf das Geld übertragen, mit einem entscheidenden Unterschied. Verankert ist der konstitutive Kern des Geldes, seine Allgemeinverbindlichkeit, bei gleichzeitiger Unmöglichkeit angeben zu können, was das Geld eigentlich als solches ist. Kein Volkswirtschaftler konnte einem das bisher erklären, das hat der Georg Backhaus ganz recht. Nicht wie die Scham nur im Inneren, wie Äußeren phänomenologisch vermittelt, sondern nur im Außen des Individuums, erstmal auf den ersten Blick. Hier erscheint es empirisch direkt, eindeutig und objektiv, ablesbar in unseren Kontoauszügen auf der Bank. Wie ein Naturging, wie ein Ding an sich. Doch auch hier will ich mich nicht länger aufhalten, sondern sofort zum alles entscheidenden Punkt kommen. Mit der Verwandlung von Geld in Kapital ist die gesellschaftliche Wirklichkeit nun aber nicht mehr anders beschreibbar, als existiere in ihr ein autonomes Supersubjekt, das aus sich heraus alles bestimmt, was die Subjekte, denken und tun. Freiheit löst sich in dieser vom Kapital bestimmten Gesellschaft tatsächlich auf in strukturale Autonomie.
Daraus folgt zum einen, eine Darstellung, die das Kapital nicht als automatisches Subjekt darzustellen vermag, verfehlt die Wirklichkeit, aber in dem gleichen Maße zum anderen, wie sie diese im gleichen Maße, wie sie diese gesellschaftlichen Prozesse adäquat erfasst, also richtig erfasst, wird dieselbe Darstellung zutiefst unwahr, wenn es ihr nicht gleichzeitig gelingt, den genetischen Grund offenzulegen, der das Kapital zu diesem Subjekt, zum Weltsouverän, erst machen kann. Und dieser Grund kann in nichts anderem bestehen, als in den Entscheidungen jedes einzelnen Subjekts, seine Freiheit in die Autonomie des Kapitals, psychoanalytisch gesprochen, zu verschieben, um sich auf diese Weise seiner Verantwortung dafür zu erledigen, die ihm autonom gegenübertretende Macht aufgrund freier Entscheidung zuvor legitimiert zu haben. Wenn denn der Beweis gelingt, dass mit dem Kapital ein historisch einzigartiges Gebilde entstanden ist, das, wie die Scham zum Beispiel als Beispiel, ich sage jetzt nicht, das Kapital ist aus der Scham entfernt, das sind zwei völlig verschiedene Dinge, neben die leibliche Existenz des Individuums als ein real nachweisbares Drittes hinzugetreten ist, dann werden der Staat, die Ideologie und nicht zuletzt die Ästhetik im Allgemeinen sowie die Kunst im Besonderen zu vermittelnden mit anderen transzendentalen Verallgemeinerungen wie Gott, dem Geist, der Natur, der Liebe, die Kommunikation und vieles andere mehr nicht mehr vergleichbaren Begriffen. Wenn man wie Sartre ein derartiges Drittes, das er als solches natürlich kennt, er weiß, was Vermittlung in der Hegelschen Begriffslogik bedeutet und Wesensbestimmungen, solange sie nur die Sache treffen und nicht dem Menschen, der menschlichen Freiheit vorgeordnet werden, lässt das alle gelten. Er dieses Dritte aber ablehnt, sofern sie die Existenz auf der gleichen Ebene bestimmen sollen wie die Freiheit, also aus ganz anderen Motiven ablehnt als der Poststrukturalismus, der von keinem vermittelnden Dritten mehr etwas wissen will, dann sind die Gründe dafür zwar, nämlich weil diese Vermittlungen zu Existenzialien aufgeblasen und im Nationalsozialismus auf die Spitze getrieben, und das muss man immer berücksichtigen, er schrieb dieses Buch unter dem Eindruck der völlig zerfallenden französischen Gesellschaft 1942, dass diese zu Existenzialien aufgeblasenen, dieses aufgeblasene Dritte auf die Spitze getrieben, die Selbstlügen rechtfertigen, die die Subjekte in ein Sein zum Tode treiben. Das ist alles politisch und moralisch aller Ehren wert, aber man fehlt damit offensichtlich die Realität, in der wir leben. Und das führt bei Sartre dann unter anderem zu einem Engagement für Politiken, für die gerade diese Lügen weiterhin konstitutiv sind, die er vorher abgelehnt hat. Aber nicht nur, zusammengefasst, weil man ohne die Kenntnis der Prozesse, die die Autonomie des Kapitals über uns als dessen Subjekte konstituiert, sodass es als automatisches Subjekt, als Weltsouverän auftreten kann oder die Autonomie des Staates von der Ökonomie ermöglicht, die ja als solche im Vergleich zu früheren Zuständen und denen etwa in der islamischen Welt auf keinen Fall prinzipiell zu verurteilen ist. Nicht nur also, weil ohne die Anerkenntnis der Autonomie des Kapitals, natürlich als gesellschaftlicher Institution, nicht als Klasse von Kapitalisten verstanden, eigentlich überflüssig zu sagen, hoffe ich, wohl kaum eine adäquate Kapital- und Gesellschaftskritik zu formulieren ist, und auch nicht nur, um derartige Fehlurteile, wie Sartre sie sich angesichts seiner Interventionen für die sogenannten nationalen Befreiungsbewegungen geleistet hat, bis hin zu dem von ihm praktisch löst. Ja, soweit der Vortrag von Dahlmann. Dafür fehlen einige Sekunden wahrscheinlich, weil da irgendein Gerät keine Kapazität mehr hatte. Es dürfte schon mal also eine gute Einführung in sein Buch gewesen sein, was dort zu erwarten ist. Also dies steht, dieser Vortrag hier steht zwischen einer Diskussion, die auch in der Zeitschrift Prodomo stattgefunden hat. Dort sind
Vorläufer des Buches veröffentlicht unter etwas anderen Titel eigentlich. Das war dann so Sartre, Adorno und die neue Marx-Lektüre. Daraus ist das dann nachher konkretisiert worden, dass es dann so ein Sartre das Buch geht, wo es dann um Souveränität, Freiheit und diese Dinge dann geht. Als diese Diskussion da, also einerseits in Wien gelaufen war und dann in Diskussion im Prodomo, hat die Redaktion Prodomo dann nochmal einen Kommentar abgegeben, der vielleicht noch dazu anregen wird, dass man dann das Buch von Manfred Dahlmann so liest, dass man auch etwas davon hat. Also ich fange mal erstmal da an. Bekanntlich schwelt seit einiger Zeit in ideologiekritischen Publikationen und Zirkeln eine Kontroverse über die sartrische Philosophie, deren Auslöser zunächst die Debatte in der Prodomo und dann eine Konferenz in Wien im Oktober letzten Jahres gewesen ist. Das ist also schon einige Jahre her. Ging es in der Prodomo anfänglich ausschließlich um die Bedeutung Sartres für die kritische Theorie des Antisemitismus, so hat sich die Debatte naturgemäß im Laufe der Zeit, was nur zu begrüßen ist, in die grundsätzlichere Frage nach dem Verhältnis von kapitalistischer Vergesellschaftung und individueller Freiheit entwickelt. Schließlich sind das die zentralen Fragen, der sich materialistische Kritik immer ausgesetzt sieht und die sie trotz aller Versuche bisher nicht positiv zu beantworten imstande war. Das hat seinen unerfreundlichen Grund in der Tatsache, dass jeder Anlauf, Zwang und Freiheit einseitig aufzulösen in einer Gesellschaft, welcher der Freiheit als Ideal einerseits notwendig bedarf und diese andererseits permanent hintertreibt, zum Scheitern verurteilt ist. Im Spätkapitalismus, der dadurch gekennzeichnet ist, dass das Kapitalverhältnis sich zunehmend zu seinem eigenen Begriff entwickelt, nämlich Totalität zu sein, wird Freiheit zur Fiktion, ihr überschießender reeller Gehalt kassiert. Doch auch wenn wir dem Zwang, uns als Arbeitskraftbehälter und Staatsbürger zu verhalten, vorerst nicht entkommen können, weil die Gewalt schlicht und ergreifend gegen uns steht, haben wir die Möglichkeit, auf diesen Zwang zu reflektieren und zu fordern, er möge aufhören. Genau diese Art der Freiheit, meint Manfred Dahlmann, bei Sartre ausfindig machen zu können, ergrenzt dessen Freiheitsbegriff dezidiert von einer Handlungsfreiheit ab, wie dies Ingo Elbe in seinem Prodomo-Artikel behauptet hatte. Inwiefern Dahlmann mit seiner Sartre-Analyse dessen Philosophie entspricht, sei dahingestellt, denn darauf kommt es letztlich gar nicht an. Wichtig ist, ernst zu nehmen, was Dahlmann mit seinem Sartre anfangen zu können glaubt. Denn da fasst er ein echtes Problem, dem sich kritische Gesellschaftstheorie konfrontiert sieht. Was eigentlich ist der Status des Individuums im Kapitalismus? Also, das ist sozusagen, das könnten wir wohl auch unterschreiben, die Aufforderung, das Buch so zu lesen, dass man dieses Problem auf die Tagesordnung setzt. Das ist etwas, was auch Adorno ja ständig in seinen Schriften macht, die ganzen Minima Moralia und so weiter. Also du meinst jetzt die Frage nach dem Status des Individuums im Kapitalismus. Ja, insgesamt, ja. Also die Minima Moralia sind ja eine einzigartige Schrift in der Hinsicht, genau dieses zu thematisieren, nicht? Und was Manfred Dahlmann da ja beabsichtigt, ist, es ist ja seit Adornos Tod nicht besser geworden, sondern die Redeweise von Dividuum, also von Günther Anders, wird ja immer angemessener, wenn man es genau nimmt. Nicht? Ja, also ich stimme dem zu, allerdings
Was mich an der Argumentation von Manfred Dahnemann eben stört, ist sein permanenter Rekurs, auch in dem Vortrag, auf eine Art wissenschaftliche Begriffsbildung, von der er meint, man müsse Begriffe definieren, das Gemeinsame, also zum Beispiel hat er das ausgeführt bei dem Autonomiebegriff, Autonomiebegriff in verschiedener Hinsicht und das Gemeinsame dann zu bestimmen, das wäre sozusagen der Wesensgehalt des Begriffs der Autonomie und das sei seine Definition. Adorno hat sich gerade in dem, worauf er sich bezogen hat, nämlich in der philosophischen Terminologie, explizit gegen ein Definieren in der Philosophie, von Begriffen in der Philosophie ausgesprochen, hat das überführt als dem positivistischen Zeitgeist gemäß. Und das kann Manfred in dem Zusammenhang so nicht gemeint haben. Ich fand, dass er diese Bestimmung zu kurz ausgeführt hat und aus meiner Sicht auch die Differenz zwischen, die er aufgemacht hat, zwischen dem Freiheitsbegriff und dem Begriff der Autonomie nicht hinreichend bestimmt hat. Aber gut, das ist jetzt unabhängig von der Frage nach dem Status des Individuums im Kapitalismus, über den wir dann vielleicht im Anschluss nochmal diskutieren sollten. Ja, vielleicht können wir den zweiten Absatz dann nochmal hinzufügen. Also nochmal aus Prodomo, der Reaktion von Prodomo auf den Vortrag von Dahnemann. Die vorgehende Debatte. Dahnemann geht es laut eigener Aussage und entgegen einiger Unkenrufe nicht darum, Sartre zu retten. Er weiß, dass dieser keinen Begriff von der Form gesellschaftlicher Herrschaft hat und haben kann. Und er weiß, dass dieser aufgrund der inneren Logik seiner Philosophie die Psychoanalyse Freudscher Machart als kritische Theorie des Subjekts ablehnen muss. Woher kommt dann aber das Interesse an Sartre? Dahnemann schreibt, Zitat, worum es ganz besonders gehen muss, ist, dass so sehr sich die Beziehung der Subjekte zueinander auch als über Formen vermittelte erweisen sollte, darin nicht verloren geht, dass auch unter heutigen kapitalistischen Bedingungen, so wie in allen Zeiten zuvor ja ausschließlich, derartig nicht durch den Wert, das Kapital, sondern, wenn überhaupt, allein durch die Reflexion vermittelte Beziehungen allüberall anzutreffen sind, genauso wie Sartre sie darstellt. Zitat Ende Dahlmann. Die These lautet also, dass zur gesellschaftlichen Objektivität noch die Subjektivität des Denkens hinzutreten muss, um in Hegelschen Termini aus dem An sich ein An und für sich zu machen. Es geht demnach und ging eigentlich immer um die Kritik der politischen Ökonomie und die ganz grundsätzliche, scheinbar so einfache Frage, was eigentlich das Kapital ist. Und hier liegt der Hase im Pfeffer, denn Dahlmann reißt dabei Sein und Denken auseinander. Ja, stellt sie in der genannten Formel gar einander gegenüber, anstatt das Denken in einer nicht strukturalistischen Weise auf die Form der Gesellschaft zu beziehen. Dies würde vor allem bedeuten, sich klarzumachen, dass der gesellschaftliche Vollzug in der Regel der Reflexion gerade nicht bedarf. An anderer Stelle betont Dahlmann zwar, dass das Problem bei Sartre darin bestehe, dass diese die reale Objektivierung von Abstraktion, ihre Materialisierung als ein dem Individuum selbstständig gegenübertretendes Verhältnis, was nicht mit dem Begriff der Situation gleichgesetzt werden kann, nicht denken könne, verfällt aber gerade dann, wenn er den intellektuellen Wert der sartrischen Philosophie hervorhebt, dem Nominalismus.
Die Form der Austauschbarkeit der Waren etwa wäre in dieser Logik nicht etwa ein Resultat der jedem Denkakt vorausgehenden Trennung der Produzenten von den Produktionsmitteln, sondern etwas, das die Subjekte aus Freiheit in die Dinge hineinlegen. Zitat: Formen werden von Subjekten in die Dinge projiziert, wie alle dinglichen Eigenschaften. Und so auch die Beziehungen der Dinge untereinander. Zitat Ende. Der Clou bei Marx besteht doch aber gerade darin, dass die Menschen den gesellschaftlichen Verhältnissen, die sie unbewusst reproduzieren, hinterherdenken, weshalb ihr Bewusstsein auch notwendig falsch und richtig zugleich ist. Der objektiven Verkehrung entspricht ein verkehrtes Bewusstsein. Demgegenüber versucht Dahlmann an mehreren Stellen das Kapitalverhältnis auf falsche Denkentscheidungen der Subjekte zurückzuführen. Und so klingt dann auch die daraus entspringende Kapitalismuskritik, die in einem merkwürdigen Missverhältnis zu der von Dahlmann in früheren Texten geleisteten steht. Die allgemeine Formel des Kapitals, GWG', übersetzt er so, Zitat Dahlmann: Subjekte, die Geld besitzen, trennen sich davon nicht, um dafür Waren für ihren Konsum zu erwerben, sondern an sich darum, innerhalb einer gewissen Zeitspanne nicht nur das von ihnen für die Produktion x-beliebiger Waren aus der Hand gegebene Geld, sondern mehr zurückerstattet zu bekommen. Zitat Ende. Gier, nicht Notwendigkeit, treibt dieses Subjekt an. Dass ein Kapitalist seine Existenz aufs Spiel setzt, wenn er nur für die Deckung seiner Konsumbedürfnisse produziert, anstatt für die Akkumulation von Mehrwert, diese Banalität verschwindet in Dahlmanns Übersetzung. Da Nichtwissen als Erklärung für diesen Umstand ausscheidet, bleibt eine dem inneren Zwang des Arguments geschuldete Verdrängung. Soll die sartrische Denkfreiheit mit dem Kapitalverhältnis synthetisiert werden, und nichts anderes versucht Dahlmann ja, so muss dieses auf ideologische Verirrungen zurückgeführt werden. So einfach ist es aber nicht. Denn wie das Individuum entsprechend der Freudschen Philosophie die gesamte Zivilisationsgeschichte mit sich herumträgt, so ist auch das automatische Subjekt, das ursprünglich durch Raub, Mord und Vertreibung akkumuliert wurde, ein objektives Verhältnis, in das der Einzelne ohne seinen Willen und ungeachtet jeder denkerischen Interpretation hineingeboren wird. Allerdings, und das macht Dahlmanns Überlegung trotzdem so wertvoll, wäre die Abschaffung jenes kapitalen Zwangszusammenhangs nur möglich, wenn sich die Individuen gegen ihn entschieden und ihn kollektiv außer Kraft setzten. Genau dies ist die unauflösbare Paradoxie kritischer Theorie sowie jedes einzelnen Subjekts überhaupt, dass sie bzw. es immer etwas voraussetzen muss, das sowohl im Denk- als auch im Tauschakt beständig dementiert wird. Der Kommunismus, oder wie auch immer man eine Gesellschaft frei von Angst, Hunger und Drangsalierung nennen will, ist das Einfache, das schwer zu machen ist. Ja, das endet dann mit einer Anspielung auf Bertolt Brechts Aussage, nicht? Kommunismus, das Einfache, das schwer zu machen ist. Da wurde das einigermaßen getroffen, nicht? Also der Versuch, im gewissen Sinne Marx und Sartre zu vermitteln, kann wohl, und das zeigt sich ja auch bei Versuchen, Psychoanalyse und Kapitalanalyse zu vermitteln, kann nicht so ganz bruchlos aufgehen, nicht? Man kann nicht das Kapitalverhältnis von den
Entscheidungen, die nur die von den einzelnen Individuen sein können, nicht? Und das Gesamtverhältnis, das lässt sich nicht bruchlos ableiten in irgendeiner Art und Weise. Das hat ja auch bei Sartre dann zu seinem Spätwerk dann geführt, nicht? Also zu Problematiken wie Totalisierung und so etwas, nicht? Das, und was hier auch sich andeutete, die Verkehrung, nicht? Die sich dann auch im Bewusstsein wiederholt, gerade weil das Bewusstsein die Sache trifft, nicht? Nämlich das Treffen einer verkehrten Welt bedingt auch ein verkehrtes Bewusstsein. Nicht, das wäre jetzt das Ganze noch etwas mehr von Adorno her interpretiert, der dies ja auch an Walter Benjamin gerichtet so einmal formulierte, nicht, dass diese Denkformen, die dort entstehen, also bedingt sind durch etwas, was nicht denken ist. Nicht? Ja, also ich glaube, dass die Kritik, die hier an Manfred Dahlmanns Versuch, Sartre und Marx zusammenzubringen, formuliert ist, eigentlich noch gar nicht weit genug geht. Nämlich an der Stelle, an der Manfred Dahlmann in seinem Vortrag den Begriff des automatischen Subjekts problematisiert hat. Und deshalb denke ich auch die Überschrift, die dieser Kritik gegeben wurde, die Falle des Nominalismus, zutreffend ist. Was Manfred Dahlmann an der Stelle im Vortrag hier formuliert hatte, war, ich glaube, ich habe das hier sogar nochmal, da hieß es im Vortrag, neben seiner ungeheuren, in Waren vergegenständlichen Reichtumsproduktion ist es wesentlich für das automatische Subjekt, im Jenseits von Gut und Böse, jenseits jeder Moral, sein Unwesen zu treiben. Dann heißt es, bei der Moral ist für Sartre vor allem in das Sein und das Nichts dagegen der zentrale Schlüssel, den Raum zu eröffnen, um von der menschlichen Existenz ausgehend in die Situationsanalyse eintreten zu können. Und so weiter und so weiter. Und in dem Zusammenhang kam dann auch, dass dieser Begriff des automatischen Subjekts eigentlich keinen Gegenstand hätte. Dass sich dieses automatische Subjekt hinter dem Rücken der Subjekte, und zwar in einer historischen Dimension, sukzessive herausgebildet hat, ist ja Resultat dessen, was Marx in der Kapitalband 1 versucht hat darzustellen in der Analyse der Ware. Und natürlich ist dieses automatische Subjekt nicht etwas separat für sich außerhalb des Menschen hockendes Wesen, sondern reproduziert sich und erhält sich, also nur durch die Subjekte hindurch. Das ist ja der entscheidende Punkt. An der Stelle müsste man oder hätte man mit Manfred nochmal ganz intensiv diskutieren müssen. Und ich bin überzeugt, dass er dem dann auch zugestimmt hätte. Und ich dann eben nicht ganz nachvollziehen kann, wie er diese Versuche hier oder wie er das dann versucht hat, in diesem Vortrag zu problematisieren. Ja, in dem Buch ist das alles dann noch einmal wieder überarbeitet. Das können wir jetzt natürlich jetzt nicht so schnell alles nochmal darstellen. Wir wollen ja erstmal anregen, also diese Diskussion überhaupt zu eröffnen, weil das sind die Fragestellen sind ja richtig. Man könnte jetzt den Text, die Texte habe ich auch da, was das die Frage bedeutet. Da gibt es ein Heidegger-Zitat aus seiner Zeit ganz am Anfang, nicht, was eine Frage ist. Und
und eine Formulierung von Sartre, dass es läuft also schon bei Heidegger darauf hinaus, dass die ganze Theorie durch die Frage im Grunde genommen schon vorweggenommen ist. Nicht? Wenn man falsch fragt, können die Antworten auch nur falsch sein. Höchstwahrscheinlich. Da man hat ja dann wenigstens die richtigen Fragen gestellt. Die Frage ist, das Kapital und Sartres Freiheitsbegriff wirklich zusammenzubringen, ob das gehen kann. Und dann wäre noch die zweite Frage, ob, um festzustellen, dass das nicht geht, man es erst einmal versuchen muss. Nicht? Weil das kann man ja nicht durch ein assertorisches Urteil einfach so mal so sagen. Das ist dann, wie Hegel sich mal ausdrückte, nicht? Die eine trockene Versicherung ist genauso trocken wie die gegenteilige. Nicht? Das geht natürlich nicht. Also so gesehen ist es dann schon wichtig, da manche Arbeit dann doch mal sich zu Gemüte zu führen. Also damit man in dieser Hinsicht daran weiterarbeiten kann. Wobei ich natürlich zusätzlich dann auch mal nochmal diese Minima Moralia zum Begriff der Monade von Walter Benjamin und was Adorno über die Monade schreibt, das könnte man auch nochmal zu Gemüte führen. Für die Vermittlung, die in der Minima Moralia vorliegt, ist das ja unheimlich wichtig, dass die gesamte Gesellschaft in den Individuum sich noch einmal spiegelt. Nicht? Und das Moment kommt mir, wenn man das vom Sartre her interpretiert, etwas zu kurz. Mhm. Aber vielleicht kannst du, da kennst du dich, glaube ich, sicher besser aus als ich, an der Stelle noch mal etwas zum Freiheitsbegriff bei Sartre kurz sagen. Also ich habe das sehr lange nicht mehr intensiv bearbeitet und kann nur noch Bruchstücke aus einer früheren Beschäftigung reproduzieren. Dann könnten wir ja noch mal versuchen, aus unserer Sicht den Zusammenhang zwischen Freiheit aus sartrischer Perspektive und den Bedingungen, die durch das Kapitalverhältnis gesetzt sind, etwas zu thematisieren. Zu versuchen zu beantworten, was eigentlich der Status des Individuums im Kapitalismus meint oder ist. Ja, ich hatte das selbst mal vor sehr langer Zeit mal gründlich gemacht, auch den Existenzbegriff bei Sartre. Ein Merkmal ist... Also Existenzbegriff und dann vielleicht zum Freiheitsbegriff, worin... Ja, das hängt eng miteinander zusammen. In dem Fall, das hängt damit zusammen, dass der Existenzialismus Sartres sich von denen, Manfred Dahmann ja auch bemerkt, nicht, dass Adorno da von seiner Kritik an Kierkegaard herkommt. Nicht? Im Kierkegaard-Buch finden wir auch erste Elemente auch schon einer Kritik an Heidegger. Und implizit, also bevor Sartre das geschrieben hat, auch schon eine dann an ihm. Also im Grunde genommen war Adorno dann schon mit seiner Kritik fertig, bevor er den Gegenstand nochmal zur Kenntnis genommen hat, wenn man es genau nimmt. Aber die Besonderheit jetzt dieses französischen Existenzialismus oder Sartrismus, könnte man den ja auch nennen, ist eine spezifische französische Tradition des Rationalismus. Nicht? Das ist der kartesische Rationalismus spielt im Gegensatz zu Heidegger da eine sehr große Rolle. Und
gerade da liegt natürlich auch das Problem, das Dahlmann dort hat, dass bei ihm das dann auch, also das Subjekt und das Kapital dann auch so dualistisch werden. Das ist ein Überbleibsel, sagen, aus dieser Tradition, so dass dann Sartre dann, also Descartes verpflichtet bleibt, nicht? Substanzdualismus, also Ego Cogito und Res Extensa, also die sind beide also unvermittelbar getrennt, oder vermittelbar sind sie dann über die Zirbeldrüse oder durch einen ontologischen Gottesbeweis, nicht? Den Sartre übrigens an manchen Stellen sogar, also ein ontologisches Argument dann in Anspruch nimmt, nicht? Und also in einem Roman ist es eigentlich das erste Mal, also wo Sartre da seinen Existenzbegriff thematisiert, also der Ekel. Nicht? Mhm. Merkwürdigerweise hat man mir irgendwie das, damals, als ich noch irgendwie in der 10. Klasse war, gab es das irgendwie von der Schule geschenkt. Wichtig ist es vor dem Erscheinen, also von das Sein und das Nichts, nicht? Das ist 42 erschienen, bestimmt Marx, also sein Existenzbegriff, also 1938 bereits schon. Nicht? Das Wesentliche ist das Zufällige, schreibt er dort. Die Existenz ist nicht, wenn man sie definieren will, das Notwendige. Existieren, das heißt einfach Dasein. Die Existierenden, das heißt einfach Dasein. Die Existierenden erscheinen, sie lassen sich antreffen, aber niemals kann man sie herleiten. Es gibt Leute, glaube ich, die das begriffen haben. Sie haben versucht, dieser Zufälligkeit Herr zu werden, indem sie ein notwendiges, ein in sich begründetes Sein erfanden. Kein notwendiges Sein aber kann die Existenz erklären. Die Zufälligkeit ist nicht ein falsches Scheinen, eine äußere Erscheinungsform, die man verscheuchen kann. Sie ist das Absolute und mithin das vollkommen Zwecklose. Also dieses Moment der Kontingenz ist natürlich auch bei Dahlmann explizit immer wieder nicht? Und dieser Existenzbegriff ist dann gar nicht so von Heidegger kommend. Trotz also Heidegger Rezeption von Sartre. Nicht? Er wird also von den klassischen Unterscheidungen existere, also existentia und essentia, wie das mal hieß, oder existentia und also Existenz und Wesen. Diese Begriffspaare aus dem Lateinischen, die in der christlichen Scholastik da also eine große Rolle spielten, nicht? Existentia, essentia, nicht? Damals hatte ich das dann aus der ganzen Tradition hergeleitet. Das kann man jetzt nicht machen. Das haben wir dann in anderen Sendungen noch auch schon mal gemacht. Da spielte dann auch die Leistung des Subjekts bei der Abstraktion der allgemeinen Begriffe dann seit Aristoteles da eine Rolle. Nicht? Und damit wird im Grunde genommen ja so eine Substanzmetaphysik bereits an sich schon sagen, hintertrieben, nicht? Bis es dann irgendwann mal über den Nominalismus und den Rationalismus und Materialismus der nachkartesianischen Zeit wird das ja in Frage gestellt. Und da haben wir dann auch diese kartesianische dann Ausgangsposition, nicht? Also kartesisch heißt ja auch immer nominalistisch letztendlich. Also eine des Zweifels, nicht, die aus der Tradition Montaigne also auch stammt. Und das bestimmt jetzt diesen ontologischen, das ist ja ein ontologischer Ansatz, bei Sartre, nicht, beim Für-sich-Sein oder Pour-soi. Also das bedeutet also, dass der Ansatz bei Sartre nicht bloß methodisch, sondern ontologisch zu verstehen ist. Was ihn dann doch, und das sieht Manfred da mal wohl etwas anders, also in die Nähe des subjektiven Idealismus Fichtes dann auch bringt. Nicht?
der ja auch diese Entgegensetzung von Existenz und Essenz dann findet. Also das dem Fürsichsein und dem Kapital, also wie wir das hier dann immer wieder gehört haben. Nicht? Und das führt dann also zu dieser Entfremdung der Freiheit. Davon war ja da auch immer wieder die Rede. Nicht? Die Welt ist also frei von Zweck und Hoffnung. Nicht? Also bei Sartre, bei Cartesius, also Descartes, war das noch so, dass es die Welt eine der Berechenbarkeit war, nicht? Die auf das Wissen und Handeln antwortete. Während bei Sartre wird sie ja zu einem Zirkel von Enttäuschung und Misserfolg. Und das, das hat mehr und damit zu tun mit dem Zusammenbruch der traditionellen Welt, nicht? Oder was dann Georg Lukács schon mal transzendentale Obdachlosigkeit genannt hat. Nicht? Was man dann Sartre gut noch anschreiben kann, gut anschreiben kann, ist dann, dass sein Denken nicht in trotz allem nicht zum Irrationalismus, also nicht zu einer Revolte gegen die Vernunft führt. Nicht das. Das haben wir ja später dann gegen Ende des 20. Jahrhunderts ja oft gehabt. Nicht? Also auch die, das ist vorgeprägt von Kierkegaard, nicht? Diese objektlose Innerlichkeit, nicht? Die Adorno da ja auch kritisierte. Und Sartre hat das kartesische Cogito natürlich jetzt in einer in mehreren Traditionen interpretiert. Nicht? Einerseits die Hegelsche natürlich, Phänomenologie des Geistes, dann also das Selbstbewusstseinskapitel bei Hegel und dann natürlich Heideggers Sein und Zeit. Nicht? Also ich kann da ja nochmal, die Erscheinung wird nicht von irgendeinem von ihr verschiedenen Existierenden getragen, sie hat ihr eigenes Sein. Das erste Sein, dem wir in unseren ontologischen Untersuchungen begegnen, ist als das Sein der Erscheinung. Ist es selber eine Erscheinung? Das sieht zunächst so aus. Das Phänomen ist das, was sich manifestiert und das Sein manifestiert sich in sich allen in irgendeiner Weise, da wir darüber sprechen können und ein gewisses Verständnis davon haben. Somit muss es ein Seinsphänomen geben, eine Seinserscheinung, die als solche beschreibbar ist. Das Sein wird uns durch irgendein Mittel des unmittelbaren Zugangs, Langeweile, Ekel und so weiter enthüllt werden. Und die Ontologie wird die Beschreibung des Seinsphänomens sein, wie es sich manifestiert, das heißt ohne Vermittlung. Also das Sein und das Nichts. Damit wird, und das steht dann ja auch in die Tradition an Heideggers, die Differenz von Dingen an sich selber betrachtet und Erscheinung, also für uns im metaphysischen Sinne, unterlaufen. Nicht? In die Erscheinung, das Sein nicht verhüllt, sondern enthüllt. Nicht? Und da heißt es dann, das Sein eines Existierenden ist genau das, als was es erscheint. Und hier hätte Dahlmann gerade den Vergleich mit Adorno dann machen können. Nicht? Adornos hat ja in der Metakritik der praktischen Philosophie in der negativen Dialektik genau das zum Thema gemacht. Nicht? Das beim intelligiblen Charakter, der ist natürlich für Dahlmann auch insofern wichtig, obwohl er jetzt den Ausdruck da nicht verwendet. Er spricht ja immer von Autonomie. Nach Kant soll der ja gerade autonom sein. Nicht? Das denn, und Adorno spricht dann davon, dass das Verhältnis dann jetzt also von Natur und Freiheit, auch zweiter Natur und Freiheit, nicht? Das Kapital wäre ja dann zweite Natur, dass das nicht ineinander aufgeht, nicht? Obwohl die Subjekte weitgehend, indem sie die Dinge selber hervorbringen, ja auch Ding an sich sind, nicht? Das hat Adorno bei mir aus Kant erschlossen. Hätte es auch bei Sartre machen. Und Sartre wird in diesem Kontext ja auch sogar
erwähnt. Nicht? Wobei jetzt der Rationalismus Sartres auch seine Grenze hat. Nicht? Also er kritisiert dann durchaus diese Tradition, Selbstbewusstsein in einer Reflexionstheorie zu fassen. Nicht? Das hängt damit zusammen, dass die Dasheit, also dass das der Existenz für ihn eine sehr große Rolle spielt. Nicht? Wobei dann die Existenz ja, dass sein Existieren, sagt, ist en soi und pour soi, also an sich und für sich zugleich. Nicht? Das setzt aber jetzt doch noch etwas voraus, nicht? Und dann betont Sartre, das nicht reflexive Bewusstsein ermöglicht erst die Reflexion. Es gibt ein präreflexives Cogito, das die Bedingung des kartesischen Cogito ist. Das sind Argumente, die auch von Schelling natürlich angebracht worden sind in der Descartes-Kritik. Nicht? Was bedeutet das? Also die Gewissheit des Ego Cogitans. Also nicht? Ich kann ja alles Mögliche bezweifeln. Nur das Zweifeln kann ich nicht bezweifeln. Zweifeln ist Denken. Also existiere ich, nicht? Als denkendes Wesen. Also das Ego Cogitans existiert. Und das ist eine Erkenntnisgewissheit, aber letztendlich, weil er das Denken etwas Bezweifelbares ja haben muss, also etwas Bezweifelbares überhaupt. Also etwas gehen muss, das bezweifelt werden kann. Ja. Ja, und insofern, da das ja auch für das Selbstbewusstsein selber geht, hier, also für das Verhältnis jetzt hier von an sich und für sich im sartrischen Sinne, bedarf es dann doch eines präreflexiven Cogito. Also wir müssen immer schon mit uns vertraut sein, wenn wir uns selber setzen wollen. Nicht? Also jetzt über den methodischen Zweifel oder wie auch immer. Also da hat Sartre natürlich etwas durchaus entdeckt, wobei er aber das Sein eines Existieren ist genau das, als was es erscheint, ist natürlich etwas, was jetzt hinter Kant dann doch etwas zurückfällt. Nicht? Das ist das, was Adorno dann immer aufgegriffen hat. Also ich würde ganz gerne gerade im Hinblick auf die Bestimmung von Freiheit, Existenz, nochmal ganz kurze Zitate von Sartre bringen, auch unter dem Aspekt, dass wir dann den Status des Individuums im Kapital und den Bedingungen des Kapitals sozusagen nochmal diskutieren im Zusammenhang mit Sartre. Ich kann dazu mal aus das Sein und das Nichts ganz kurze Stellen vortragen. Hast du die alte Auflage? Ich habe die alte Auflage, nicht die neue. Also nicht die über die Maßen gelobte neue Übersetzung von das Sein und das Nichts, sondern noch die erste von, wer hat die übersetzt damals? Justus Stieler und Karl August Ott und Alexa Wagner, letzte Ausgabe von 1976. Da heißt es auf Seite 610 unter Freiheit und Geworfenheit die Situation. Das entscheidende, vom gesunden Menschenverstand gegen die Freiheit benutzte Argument besteht darin, uns an unsere Ohnmacht zu erinnern. Weit entfernt,
dass wir unsere Situation willkürlich ändern können, scheint es sogar, dass wir nicht einmal uns selbst ändern können. Ich bin weder frei, dem Schicksal meiner Klasse, meines Volks, meiner Familie zu entgehen, noch auch mir Einfluss oder ein Vermögen zu schaffen, noch meine unbedeutendsten Neigungen oder meine Gewohnheiten zu besiegen. Ich komme als Arbeiter zur Welt, als Franzose mit Herpes-Syphilis oder Tuberkulose. Die Geschichte eines beliebigen Lebens ist die Geschichte eines Scheiterns. Dann heißt es eine weitere Stelle. Demnach ist eben der Entwurf einer Freiheit überhaupt eine Wahl, zu der das Vorhersehen und die Duldung von, im Übrigen, irgendwelchen Widerständen gehört. Nicht nur schafft die Freiheit den Rahmen, in dem die im Übrigen Indifferenten an sich sich als Widerstände enthüllen, sondern ihr Entwerfen selbst ist ganz allgemein ein Vorhaben, in einer widerständigen Welt durch Besiegung ihrer Widerstände etwas zu tun. Jedes freie Entwerfen überblickt, indem es sich projektiert, den Spielraum an Unberechenbarkeit, der Unabhängigkeit der Dinge zu verdanken ist. Und zwar gerade, weil diese Unabhängigkeit das ist, was von dem aus eine Freiheit sich konstituiert. Sobald ich projektiere, in die nächste Stadt zu fahren, um Peter aufzusuchen, sind die gemlatzten Pneus, der Gegenwind, tausend vorhersehbare und unvorhersehbare böse Zufälle in meinem Entwurf gegeben und machen seinen Sinn aus. Und eine letzte Stelle. Indessen setzt die Existenz des anderen meiner Freiheit eine faktische Grenze. Denn durch das Auftauchen des anderen werden tatsächlich gewisse Bestimmungsstücke sichtbar, die ich bin, ohne sie gewählt zu haben. Nun bin ich tatsächlich Jude oder Arier, schön oder hässlich, einarmig und so fort. Alles das bin ich für andere und habe keine Hoffnung, jemals diesen Sinn zu erfassen, den ich draußen habe, erst recht nicht, ihn jemals zu verändern. Das Sprechen allein lehrt mich, was ich bin. Abgesehen davon wird dieses Was immer nur als Gegenstand leerer Intentionen vorhanden sein. Sein unmittelbarer Kenntnis ist mir für immer versagt. Das unter dem Aspekt der Bedeutung oder der Diskussion über den Status des Individuums im Kapitalismus bedeutet erstmal aus sartrischer Perspektive, ich kann mich immer wieder neu projektieren, ich werde immer wieder auch scheitern. In dem Kontext, das ist in der neuen Ausgabe 838, fällt ja die Formulierung, die sehr berühmt ist, nicht? Wir sind verdammt zur Freiheit oder verurteilt zur Freiheit, der wird hier übersetzt. Da wird auch nochmal deutlich dieses präreflexive Cogito dabei bei Sartre. Also die eine Textstelle möchte ich hier nochmal bringen. Also wir haben festgestellt, dass das für sich frei sei. Aber das bedeutet nicht, dass es sein eigener Grund sei. Also hier haben wir auch die Differenz von Autonomie und Freiheit dann nochmal, nicht? Wenn frei sein sein eigener Grund sein bedeutete, müsste Freiheit über die Existenz ihres Seins entscheiden. Und diese Notwendigkeit lässt sich auf zwei Arten verstehen. Zunächst müsste die Freiheit über ihr Freisein entscheiden. Das heißt nicht nur, dass sie Wahl eines Zwecks wäre, sondern Wahl ihrer selbst als Freiheit. Das würde voraussetzen, dass die Möglichkeit, frei zu sein und die Möglichkeit, nicht frei zu sein, in gleicher Weise vor der freien Wahl einer von ihnen existierten. Das heißt, vor der freien Wahl zu sein, das heißt im Grunde,
die das zu sein wählte, was sie schon ist, wären wir unendlich weiter verwiesen, denn sie bedürfte einer anderen, früheren Freiheit, um wählen zu können. Und so fort. Also schlechter Regress. Tatsächlich sind wir eine Freiheit, die wählt. Aber wir wählen nicht, frei zu sein. Wir sind zur Freiheit verurteilt, in die Freiheit geworfen oder, wie Heidegger sagt, ihr überantwortet. Und wie man sieht, hat dieses Überantwortetsein keinen anderen Ursprung als eben die Existenz der Freiheit. Also das ist, was für Dahlmann ja da eine sehr wichtige Angelegenheit ist, nicht? Und man könnte jetzt auch nochmal, also Situation und Freiheit, das hat er ja auch immer wieder betont, nicht? Also dass die Situation ist, also die Grenze der Freiheit, nicht? Als einer, also Grenze der Freiheit als einer Faktizität, nicht? Freiheit existiert nur in einer Situation, in der diese überschritten oder anerkannt, hingenommen, geleugnet wird, gar unterwirft man sich der Situation. Die Situation ist der Platz, den ich einnehmen muss, sofern ich leiblich existiere. Dies geht zurück bis zum Platz der Geburt. Dies ist die erste Bestimmung von Situation. Da sieht man, dass Dahlmann dann doch den Sartre nicht ganz falsch da gegen viele Anwürfe verteidigt. Nicht? Das kann man hier an dieser Stelle sehen. Nicht? Die Situation, aber die ist unterschieden jetzt vom Kapitalverhältnis, das muss man dann ja auch nochmal sehen. Nicht? Das eine ist eher von Handlung aus gesehen, nicht? Situation und Handlung. Nicht? Also die unendliche Freiheit macht sich nur bemerkbar, wenn sie einen Zwang überschreitet. Nicht? Das hat dann auch schon Ähnlichkeiten mit Adornos Formulierung, der sich ja mit Sartre häufiger auch mal beschäftigt hat. Nicht? Also dieses Moment dann ja auch anerkennt. Also da wäre jetzt Dahlmanns Intention weiterentwickelbar. Nicht? Also wenn man da dann nochmal auf die Quellen dann wieder noch zurückkommt. Dahlmann hat ja, sonst wäre das Buch 10.000 Seiten lang, nicht auch noch alle Quellen dafür noch geliefert. Das wäre natürlich für den Philologen praktisch. Aber nur die Frage ist ja, was bedeutet diese, sage ich mal, sartrische, existenzialistische Bestimmung von Freiheit oder Freisein unter den Bedingungen, in die wir ja geboren werden. Also sprich immer in den Bedingungen des Kapitalverhältnisses oder des Kapitalismus. Das ist das eine. Das zweite ist, vielleicht kann sich ja das Kapitalverhältnis nur permanent reproduzieren unter der Voraussetzung, dass wir ein solches Verständnis von Freiheit haben, wie es das Existenzialistische ist. Ich weiß nicht, ob du... Ich habe hier noch, weil du vorhin ja noch von diesem Wahn, immer alles definieren zu wollen, nicht? Was Adorno ja in der Einführung in die philosophische Terminologie hat ein ganzes Kapitel über Definition, nicht? Und hat auch die positivistischen Theoretiker da und Mathematiker da herangezogen, nicht? Und meint, dass also philosophische Begriffe oder historische Begriffe allgemein, mit Nietzsche meint er das, lassen sich gar nicht definieren. Nicht? Das hätte Manfred jetzt aber auch noch von Sartre selber nehmen können. Nicht? Ja, hat es aber nicht.
Hat es aber nicht getan. Komischerweise. Sartre in nicht also die Seinsweise des Menschen ist ja Freiheit. Also ganz anders als bei Heidegger, das Dasein ist da ja auf den Tod bezogen. Es ist noch nicht möglich, das Freiheitsproblem in seinem ganzen Umfang zu behandeln. Denn die bisher vollzogenen Schritte zeigen klar, dass die Freiheit keine Fähigkeit der menschlichen Seele ist, die isoliert betrachtet und beschrieben werden kann. Was wir zu definieren versuchen, ist das Sein des Menschen, insofern die Erscheinung des Nichts von ihm bedingt wird, und dieses Sein ist uns als Freiheit erschienen. So ist die Freiheit als die für die Nichtung des Nichts erforderliche Bedingung keine Eigenschaft, die unter anderem zum Wesen des menschlichen Seins gehört. Die menschliche Freiheit geht dem Wesen des Menschen voraus und macht dieses möglich. Das Wesen des menschlichen Seins steht in seiner Freiheit aus. Was wir Freiheit nennen, ist also unmöglich vom Sein der menschlichen Realität zu unterscheiden. Nicht, also das ist, man kann das nicht isoliert in irgendeiner Form definieren. Nicht? Das ist immer dann schon, also da ist Sartre auch schon auf dem Sprung, da seine eigene Theorie zu überschreiten, was er ja dann auch später da in, wie heißt das noch, die Dialektik? Dialektische Vernunft. Kritik der dialektischen Vernunft. Vernunft. Ja. Ich weiß nicht, wie das übersetzt worden ist. Da ja auch dann macht. Nicht? Das, und hier sehen wir ja auch also aktuelle Problematiken, die es Dahlmann auch angerissen hat. Nicht? Also mit der Leib-Seele-Problem, der Neurowissenschaft und diese Dinge. Nicht? Christine Zuntke hat das ja ausführlich auch mal analysiert. Das könnte man hier natürlich auch in dieser Hinsicht bei Sartre dann auch wiederum finden. Wir, also an dem Zitat eben findet man das auch. Nicht? Oder auch in der Psychoanalyse, nicht? Wenn man da so alte Artikel aus der Psyche oder so sieht, wo über Instinkt, Verlust, nicht? Und Deutungsvermögen der Menschen gesprochen wird, nicht? Dass dort ein Instinktverlust stattfindet, das ist ja gerade das, was dann tatsächlich einen zur Freiheit verurteilt. Wenn wir keine Verhaltensregeln haben, die uns angeboren sind, sondern die wir erst selber schaffen müssen, und jedes Individuum für sich, liegt hier ja ein Moment von Freiheit, auf das Dahlmann ja hinaus will. Nicht? Das ist, kann man sozusagen noch tiefer legen wie ein Manta. ich denke mal, wir werden nicht jetzt noch auf Foucault noch näher. Nein, ich glaube, dazu ist die, reicht die Zeit einfach nicht. Dazu ist die Problematik auch zu interessant. Nicht? Ja, wir könnten natürlich noch die Foucault-Kritik bringen, aber das schaffen wir dann schon gar nicht mehr, weil ja schon die Sartre-Studie das in sich hatte. Nicht? Das ist ja auch sind 400 Seiten und mit sehr vielen Bezügen zur neuen Marx-Lektüre, die wir immer nur andeuten konnten. Das sind also diese unterschiedlichen Traditionen, mit der sich Manfred Dahlmann auseinandergesetzt hat. Und auch wenn da manche Haken noch sind, die nicht sein müssten, ist nur zu empfehlen, sich das anzueignen und vielleicht auch sich anregen zu lassen, die Autoren, auf die er sich da immer bezieht, dann auch mal zu rezipieren. Einige haben wir ja auch schon zitiert. Im Original zu lesen. Moment.
die, auf die er sich bezieht, auch mal im Original zu studieren. Das ist ja Aufgabe seines Buches auch gewesen, die Leute da hinzulocken. Nicht? Viele haben ja auch sich da im Anschluss dann auch mit Sartre beschäftigt. Damals, als diese Diskussion stattfand, war ja auch Thierry Konstreich, den wir da auch zitiert haben, hat er auch Sartre verwendet. Wobei er als Psychoanalytiker, der ist natürlich im Laufe der Jahre auf andere Bahnen kommen musste. Nicht? Die sartrische Psychoanalyse, wenn man sie so nennen will, ist ja eine andere. Nicht? Da ist dann, man wählt Neurotiker zu sein. Aber da zeigt sich aber auch, dass das Wählen zwar frei ist, nicht? Aber nicht aus sich selbst heraus, sondern weil man verurteilt ist, frei zu sein. Nicht, wir können ja nur neurotisch werden, weil wir eine freie Entwicklung. Na, ob die so frei ist, aber das diskutieren wir bis ein andermal. Ja, das wäre jetzt wieder eine neue Frage. Ja, diese prinzipielle Freiheit, zu der wir verurteilt werden, die lässt sich ja nicht leugnen, weil das mit dem Menschsein eng verknüpft ist. Dass wir eine Kausalkette von vorne beginnen können, selber setzen. Einen Zweck in der Natur realisieren, der zuvor nicht gegeben war. Ja, das ist dann eine eine Stufe weiter sozusagen auf der Leiter. Da sind wir dann ja schon etwas weiter in der Entwicklung, nicht? Ja. Da geht's dann um Zwecke. Und wenn wir von Zwecken sprechen, müssen wir auch immer von Freiheit sprechen. Und wenn in einem ganz minimalistischen Sinne, sprechen, nicht? Selbst bei einem Hund gibt es dieses Moment von Freiheit. Nicht? Der muss nicht nach einem vorgeschriebenen Leitfaden einen Knochen verzehren etwas. Gründet auch die Freiheit in der Natur. Also es ist eine Potenz, also Freiheit ist auch eine Potenz der Natur letztendlich. Nicht? Und das finden wir auch bei Sartre ja noch. Nicht? Also es ist nicht alles durchgängig determiniert bei lebenden Objekten oder lebenden Wesen. Also es ist nichts situationslos. Nicht? Die erste Situation findet bei der Geburt statt. Freud hat das dann Geburtstrauma genannt. Nicht? Durch diesen engen Kanal sich rauszuzwängen, nicht? Oder rausgedrückt zu werden, das ist ja gar nicht schön, wo man das so wohlig in der Gebärmutter hatte. Nicht? Raus. Na gut. Und niemand fragt einen, ob man überhaupt geboren werden will. Ja, deshalb sagt eine französische Psychoanalytikerin, nämlich Jacques Michel, dass alle Utopien letztlich dahin gründen, dass wir diesen Urzustand wiederherstellen wollen, in dem wir sorgenfrei existierten, nämlich durch die Nabelschnur mit der Mutter verbunden, versorgt werden, es warm ist. Und ja. Ja, das ist. Ich überlege nochmal, ob wir nochmal Kreisler. Also wenn wir die Leute jetzt in die Politik schicken, dann müssen sie ja wissen, was ein Politiker ist. Und wir haben am Anfang den schon gehabt. Oder nee, was? Gar nicht mal. Nee, noch viel besser. Das passt nämlich gerade von der Zeit her. Der Hund. Und die Gedankensplitter von Manfred werden an anderer Stelle dann zitiert. Ja. In dem neuen Sanfras sind einige Gedankensplitter, aber die sind sehr interpretationsbedürftig. Das müsste er eigentlich selber machen, aber das
schaffen wir heute dann nicht. Wieder mal nicht.